Sind autofreie Innenstädte die Zukunft? 13 Fragen. Ich weiß nicht, wie man dagegen sein kann, aber ich bin mal gespannt. Mir wirklich wünschen würde, dass all die Autofans, die jahrzehntelang ihre Partys hatten, Raoul der Ehrenmann, ja, dass sie jetzt endlich mal auch verstehen, wir leben im 21. Jahrhundert, Dinge müssen wir verändern, sonst geht es auf so vielen Ebenen und nicht nur im Klimaschutz nicht weiter. Wir starten direkt mit der ersten Frage von 13 Fragen, mit der Konfliktfrage. Müssen Innenstädte autofrei werden oder zumindest weitestgehend autofrei werden? Wenn ihr sagt, ja, auf jeden Fall, dann geht ihr jetzt bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann geht ihr jetzt bitte aufs gelbe Feld. Jeder Haushalt besitzt durchschnittlich mehr als ein Auto in Deutschland. Die Zahl der zugelassenen Pkw ist im letzten Jahr sogar gestiegen. Und das, obwohl wir gerade jetzt eigentlich alles dafür tun sollten, CO2 einzusparen. Und das Klima ist ja nur die eine Sache. Staus, vollgepackte Innenstädte, Unfälle, all das könnte durch weniger Autoverkehr reduziert werden. Sprich, mehr Lebensqualität für alle. Das sagt zum Beispiel. Oder Parkplätze. Wir könnten auch noch mehr Parkplätze in den Innenstädten bauen. Das wäre auch eine Möglichkeit, damit die Autos da stehen können. Zumindest die eine Seite. Die andere Seite ist sich sicher, Autos verbieten, das ist komplett realitätsfern. Es schadet der Wirtschaft, es schränkt die Freiheitsrechte ein und es diskriminiert auch noch genau diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Ihr merkt, die Fronten sind verhärtet, aber ich bin eigentlich ganz... Es diskriminiert mich, wenn ich abends nochmal in Alnatura fahren will, um mir die Bio-Salami zu kaufen im Cayenne. Das ist diskriminierend. Ist einfach nur noch diskriminierend. Rassismus gegen Weiße ist das. Ich bin optimistisch, dass wir heute den einen oder anderen Kompromiss finden oder ja vielleicht sogar eine Lösung, wie wir in Zukunft Mobilität für uns alle, aber eben auch fürs Klima besser gestalten können. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Wo auf dem Feld würdet ihr stehen? Grün oder gelb? Schreibt es mir gerne in die gelb, Kommentare. Wie immer, im Herzen dann gelb. Dann gilt für euch, liebe Gäste, ab jetzt, wenn ihr der anderen Seite in einem Argument, in einem Punkt, was auch immer zustimmt, dann könnt ihr gerne einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn ihr der anderen Seite überhaupt nicht zustimmt in etwas, meinetwegen auch während die andere Person redet. Ich möchte das nur mal direkt sagen. Wer irgendwelche Gehen-Fahren-Witze macht, wird permanent ausgeschlossen. Ja. Ich glaube, die Zeit, in der man sich über Menschen mit Behinderung lustig macht, sind lange vorbei. Und wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr das einmal tun. Danach dann aber keine weiteren Witze oder Sprüche mehr hier, ja? Redet und ihr möchtet das unbedingt zum Ausdruck bringen, dann geht ihr einen Schritt zurück ins hintere Feld. Mein Ziel ist natürlich, heute so viele wie möglich von euch hier im Kompromissfeld zu sehen. Mal gucken, ob das gelingt. Ich beginne jetzt mit dir, Sophia. Du hast einen Instagram-Account, der voll von Fotos und Videos von dir mit Autos ist. Man merkt, Autos sind deine absolute Leidenschaft. Du liebst das über alles. Warum? Wurde mir, glaube ich, so in die Wiege gelegt, einfach. Und spätestens mit meinem Führerschein dann war für mich klar, Autos werden später mein Leben erfüllen. Allerdings werde ich heute mal meine Leidenschaft außen vor lassen, sondern... Sophia hat einen C63 AMG und einen Porsche GT3 RS. Die Arbeitsbedingungen hier sind schlimmer als bei Amazonen. Ich habe schon ein 3 Flaschen gepenkelt und ohne Fleisch fehlt mir die Energie zum Arbeiten. Letzte Woche wollte ich eine Gewerkschaft gründen und bin mit Brokkoli im Bett aufgewacht. Ja. Und tatsächlich mal das große Ganze betrachten und wirklich auch mit einbeziehen, was vielleicht für die meisten Menschen am sinnvollsten wäre. Und wie oft nutzt du dein Auto so? Täglich. 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 Innenstädte autofrei zu bekommen, klingt für mich absolut unrealistisch. Erfolgreichste Carfluencerin in Deutschland. Ja gut, da könnte man vielleicht von einer gewissen Befangenheit sprechen, oder? Ich liebe mein Auto und viele Leute sind einfach auf ihr Auto angewiesen und werden das auch weiterhin immer sein. Es bietet uns Freiheit und für mich ist es auch nicht der Klimasünder Nummer 1 auf dieser Welt. Nina, wenn es nach dir geht, dann... Für mich, das ist nur für mich so. Das ist persönlich, das hat Klima und Emissionen und so, das ist alles eine Direktivfrage. Für mich ist das nicht so. Ob das jetzt so ist oder nicht, das spielt keine Rolle, aber für mich ist das nicht so. Und solange es nicht die Nummer 1 ist, ist es auch eigentlich egal. Dann hätte Sophia für das ganze Jahr nur noch 12 Fahrten übrig, die sie überhaupt fahren könnte. Warum? Genau, also ich denke, dass die meisten Autofahrten nicht unbedingt nötig sind, nicht unbedingt sinnvoll sind, weil meistens nur eine Person transportiert wird. Und ich glaube einfach, wir sollten, wenn dann Autos nur für weite Fahrten oder für Urlaubsfahrten, für Transporte nutzen, aber nicht im Alltag, weil das einfach ungerechtfertigt ist, so viel Energie aufzubrauchen für eine Einzelperson.
die von A nach B fährt. Wir wollen mit der Initiative Berlin autofrei allen BerlinerInnen eine Stimme geben, die sich für die Verkehrswende einsetzen wollen. Wir wollen klar machen, dass das Auto in der Stadt viel zu viel Platz einnimmt, dass wir... Ja, da muss ich direkt intervenieren. So, Freunde. Ja. Die Straßen in Berlin sind ein bisschen zugeparkt. Aber deswegen habe ich von Anfang an gesagt, diese Ambitionen mit den Sozialbauten und so, die sind einfach ein bisschen zu ambitioniert. Man sollte den Platz, den wir jetzt noch zur Verfügung haben, für Parkplätze nutzen. Gute, sichere Parkplätze für unsere Kfz. Wir den Raum uns zurückholen müssen und wollen einfach zeigen, wie eine lebenswerte Stadt der Zukunft aussehen kann. Und dazu gehören eben keine Autos. Das bedeutet also, die Autos sollen jetzt gar nicht unbedingt verschwinden und jeder soll sie abschaffen oder verkaufen, sondern sie sollen raus aus der Innenstadt? Oder wie genau kann man sich das vorstellen? Und um für optimale soziale Gerechtigkeit zu sorgen, fände ich es auch gut, wenn es PS-Parkplätze gäbe. Wenn es für jede PS-Anzahl die gleiche Anzahl von Parkplätzen gäbe. Dass ich mit meinem C63 AMG auch immer sicher parken kann. Weil, und das, da muss man mich auch mal verstehen. Ich meine, versetzt euch mal in meine Lage, ja? Jetzt habt ihr so einen AMG Mercedes. Wollt ihr da neben einem Polo parken? Ganz ehrlich, wollt ihr das? Ich frag euch, ihr versucht mal empathisch zu sein. Wollt ihr das? Nee. Die Antwort ist nein. Vorstellen. Genau, also ich bin jetzt nicht gegen Autos per se, aber gerade in der Innenstadt ist der öffentliche Raum einfach ein unfassbar wertvolles Gut und den können wir nicht vollstellen mit Autos. Das ist einfach überhaupt nicht verhältnismäßig, gerade in Innenstädten. Und genauso wenig ist es verhältnismäßig, wenn man sich überlegt, wie, was für ein hohes Sicherheitsrisiko es Autos ausmachen. Wie ich fahre Polo. Du kannst ja nichts, ich sag ja nicht per se, dass Menschen jetzt viel schlechter sind, die wenig Geld haben. Also ich sag ja nicht, dass du jetzt so viel schlechter bist. Aber solltest du die gleichen Rechte haben? In meinen Augen nein. Weil du hast auch weniger Geld und ein langsameres Auto. Und damit beantwortet sich die Frage doch selbst, oder nicht? Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. So in meiner Empfindung. Ja. Wie viel Emissionen sie haben. Es gibt einfach 1000 Gründe, die gegen ein Auto sprechen, gerade in der Innenstadt. Auf dem Land, finde ich, sieht das nochmal anders aus. Auch da... Guck mal, gutes Beispiel KDW, ne? Wenn ich im KDW shoppen möchte, dann ist da meistens alles voller Billigkarren, vollgeparkt, ne? Und dann krieg ich schon einen Hals, wenn ich sehe, dass so ein fucking Skoda beim KDW in Laufreichweite parkt. So, was soll er sich denn da kaufen? Wenn du Skoda fährst, was willst du dir dann im KDW kaufen? Und dann muss ich wieder den Umweg machen, ne? Finde ich nicht gut. Ich finde, Parkplätze vom KDW sollten für Autos sein, von Menschen, die sich da auch was kaufen können im KDW. Und nicht nur mal gucken. Ne? Wäre es schön, wenn nicht alle aufs Auto angewiesen sind, aber gerade in der Innenstadt ist es überhaupt nicht verhältnismäßig. Alicia, was hältst du von Ninas Idee, nur noch 12 Fahrten pro Jahr? Niemand redet über diese E-Roller, aka ich parke überall, die sollten weg. Ich fahre die auch an, ganz ehrlich, sage ich habe die Schnauze voll. E-Roller sind der Untergang für die Innenstädte in Deutschland. Sage ich euch so, wie es ist. Macht mich traurig, ehrlicherweise. Und ich finde, es schränkt auch einfach ein, ja, in der persönlichen Freiheit. Richtig. Also an der aktuellen Debatte. Richtig. Endlich mal auch eine unbefangene Kfz-Meisterin, die mal ihre Meinung zu Autos in Innenstädten mitteilt. Finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Eine Carfluencerin und eine Kfz-Meisterin. Wenn wir jetzt noch irgendwie Elon Musk in die Runde kriegen, glaube ich, sind wir in Sachen Neutralität und Unbefangenheit ganz weit vorne. Warte, rund ums Auto ärgert mich einfach, dass die Autos so wahnsinnig böse angesehen werden. Ja, sind sie nämlich gar nicht. Autos sind lieb. Auch je größer die Autos, je größer die Motoren, desto böser sind die Menschen, die da drin sitzen. Ja, es werden immer mehr Fahrradwege gebaut, die zweispurigen Straßen werden auch einspurig. Auf zu erzählen! Brumm, brumm. Warum sind hier überall Autos? Hier werden überall Fahrradwege gebaut. In welchem Land ist sie denn unterwegs? Amsterdam? Ist sie in den Niederlanden gewesen am Wochenende? Oh Gott, hier wird schon wieder ein Fahrradweg gebaut. Diese Schweine. Wo sind meine zweispurigen Innenstadtstraßen?
runtergesetzt. In dem Moment haben wir Stau. Also Stau überall. Autofahren wird regelrecht madig gemacht. Richtig. Die Frage, die mir jetzt gerade kam, ist, wenn wir 12 Fahrten haben, wo steht dann das Auto, wenn wir es nicht nutzen? Richtig. Also wir können ja nicht irgendwie 12 Fahrten machen, einmal im Monat und den Rest, dann steht es ja auch rum. Und wahrscheinlich steht es dann auch in der Innenstadt rum. Genau, deswegen ist es ja auch sinnvoll, wenn wir nicht alle ein eigenes Auto besitzen, weil das Auto auch jetzt... Jetzt hör doch mal auf mit der scheiß Logik da, du Klimatruller! Scheiß auf alles! Wer mit weniger als 200 PS parkt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Kappa. Jetzt kommt sie mir wahrscheinlich noch vom bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr. Oder Fahrrad. Kann sie doch schön selber mit ihrem Lastenrad einkaufen fahren, wenn sie es will. Jetzt gerade schon 23 Stunden am Tag einfach nur rumsteht. Insofern denke ich, ist es viel sinnvoller, da auf Sharing-Varianten überzugehen und zu schauen, okay, wie können wir die Autos, die wir wirklich brauchen, maximal in Bewegung halten, damit sie uns eben nicht den öffentlichen Raum wegnehmen. Katja Alicia macht den Vorschlag traurig. Macht er dich auch traurig? Habt ihr schon mal einen Carsharing-Wagen gesehen, das mit meinem C63 AMG mithalten kann? Ich frage jetzt nur mal. Auch an der Stelle appelliere ich an eure Empathie. Habt ihr schon mal einen Carsharing gesehen, das mit dem Komfort einer S-Klasse innenraumtechnisch mithalten kann? Vom reinen Fahrkomfort. Nee, die Antwort ist nein. Ich hab's probiert. Ich wollte Carsharing. Bin in meiner App unterwegs, klicke an, suche Auto in meiner Nähe, wählen Sie Ihre Fahrzeugklasse, habe ich geguckt. Mir schlecht geworden, habe angefangen zu heulen, habe mich übergeben, bin dann in die S-Klasse rein. Stimmst du dir dazu? Ich glaube, Mobilität ist halt etwas, wo wir immer erst auf uns gucken und gucken, wie geht's uns mit der Mobilität, die wir gerade haben. Und leider, das ist die Klimakrise, die uns anfeuert, aber eigentlich auch ein Gerechtigkeitsthema. Wetterkrise, bitte. Und deswegen kann ich durchaus traurig verstehen, weil es natürlich auch um die eigene persönliche Mobilität geht, aber es geht ja auch immer um andere, die wir einschränken. Kompromissvorschlag. Der Bund stellt für das Carsharing Porsche Cayenne S mit Luxusausstattung zur Verfügung. Ja, und jetzt kommt mein Kompromissvorschlag. Lass mich noch meinen Porsche Cayenne S fahren. Den ich nicht teilen muss. Das wäre jetzt mein Kompromissvorschlag. Der Kompromiss zum Kompromissvorschlag. Das Auto. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es jetzt einfach mal an der Zeit ist, dass alle anderen, die vielleicht kein Auto haben oder es sich nicht leisten können, mal in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, bei Städten vor dem Auto hatten wir das ja. Seit wann sollten Menschen in den Vordergrund gerückt werden, die nichts haben? Das ist doch, überleg doch mal logisch nachzudenken, ja? Stellen wir uns vor, ihr wärt, nee, jetzt mal wirklich, versucht mir mal zuzuhören für eine Sekunde. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Verdammte Fahrradpanzer immer. Gerade vorhin bin ich wieder von einer Mutter auf ihrem Hollanddraht über den Haufen gefahren worden in meiner C-Klasse, als die Mutter rechts abbiegen wollte. Eklig. Peporage. Eklig. Ich bin letztens auch so einer Ökotruller ins Lastenrad rein, ne? Weißt du, wie lange? 20 Minuten habe ich warten müssen, dass sie den Lack wieder vorne ordentlich gemacht haben. 20 Minuten. Und dann ist er ja auch, der verliert ja auch an Wert dann. Ne? Alles wegen 2-3 Avocados oder was. Naja, ist ja auch egal. Stellt euch mal vor, rein hypothetisches Szenario jetzt. Stellt euch vor, wir würden in einer Welt leben, wo ihr abends Geld dafür bezahlt, 17 Euro Eintritt, um dann in einem Raum zu sitzen, um Platz zu nehmen, Getränke zu kaufen, vielleicht noch einen Snack zum Knabbern. Und dann kommt jemand und sagt, so, meine sehr verehrten ZuschauerInnen, wir präsentieren jetzt Pascal. Der hat nichts und der kann auch nichts. Und dann dackelt Pascal dahin und sagt, ja, also, hi, ich bin der Pascal. Ich bin 24 Jahre alt und ich hab nichts und kann nichts. So, würdet ihr applaudieren oder würdet ihr euch verarscht vorkommen? Oder würdet ihr euch verarscht vorkommen? Richtig. Also warum sollen wir Menschen, die nichts leisten können, in den Vordergrund stellen? Fragt es euch selber. Fragt es euch selbst.
Begegnungszonen. Wir konnten einander begegnen, ohne dass man Gefahr lief, irgendwie verletzt zu werden. Und das heißt nicht, dass die Autos alle Privilegien verlieren, aber auf jeden Fall teilen müssen. Also es muss genauso unbequem sein, Auto zu fahren, wie zum Beispiel zu Fuß zu gehen. Simon, du bist Sprecher des Verbands der Automobilindustrie. Das heißt, du hast... Also der dritte Unbefangene in der Runde, finde ich gut. Tagtäglich mit dem Thema Mobilität zu tun. Warum brauchen wir denn deiner Meinung nach keine autofreien Innenstädte, um eben Klima und Lebensqualität, was gerade schon angesprochen... Hat nichts mit seiner eigenen Befangenheit zu tun, absolut nichts. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Der geht neutral und wertungsfrei an die Thematik ran. Um wurde zu verbessern. Also ich glaube, in dem Ziel sind wir uns einig. Klima verbessern, Lebensqualität verbessern, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube immer nur, dass... Aber nichts hat meine Lebensqualität mehr verbessert als der Innenraum einer S-Klasse. Verbote der falsche Weg sind. Es gibt Menschen, die sind weiterhin auf das Auto angewiesen. Pendler, Familien mit Kindern, Menschen in Schichtarbeit. All diese Menschen können ohne Auto teilweise gar nicht ihren Job und ihr Leben verwirklichen. In Deutschland. Richtig, deswegen darf man auch die Dieselpreise nicht erhöhen. Weil man damit die falschen Menschen trifft. Die Armen. Ja? Die reichsten 5% haben jeweils 0,9 Dieselautos in ihren Haushalten. Die ärmsten 10% haben 0,1 Dieselwagen in ihren Haushalten. Also wen trifft es, wenn man den Dieselpreis erhöht? Wen? Sagt mir wen. Richtig, die Armen. Das sind nämlich viel mehr. Schachmatt. Arbeiten über 800.000 Menschen in der Automobilindustrie. Fast 2 Millionen Arbeitsplätze hängen indirekt an der Autoindustrie. Und bei allen Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir immer daran denken, wie wir auch deren Lebensrealitäten berücksichtigen können. Und da gibt das wie mit der Kohleenergie. Da stecken Arbeitsplätze hinter. Da sind ganz viele Arbeitsplätze, die dran stecken. Das ist ja Lösung. Man kann ja durchaus auch den Verkehrsfluss und auch den Routenverkehr in der Stadt runterfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, die in der Digitalisierung liegen. Ja? Wurde ja eben auch schon mal angesprochen. Shared Services, Pool Riding, all das, das sollte man ja auch nutzen. Da sind wir auch dafür. Aber grundsätzlich gesehen sollte man immer eher auf Innovationen setzen, statt auf Verbote. Katja. Zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn die Taxis, die wir haben, nicht mehr am direkten Verkehr partizipieren, sondern fliegen würden? Nur mal so als kleine... Du bist einen Schritt zurückgegangen und verlässt gleich das Studio. Tatsächlich geht es mir nicht darum, Verbote. Fahr mal als radfahrende Person, oder als zu Fuß gehende Person oder als jemand im Rollstuhl. Langweilig. Durch Berlin, Hamburg und jede Stadt. Du hast so viele Verbote, bei dem Auto einfach unausgesprochen Rechte gegeben werden. Ich fühle mich nicht gleichberechtigt, wenn ich Rad fahre in Hamburg, sondern ich fühle mich als eine Person, die immer auf sich aufpassen muss. Also Verbote sind unausgesprochen für Menschen ohne Auto schon längst da. Also ich fahre auch Fahrrad in Berlin. Richtig. Natürlich kann man da, also ich finde auch, dass man da was tun kann, dafür, dass vielleicht mehr raten. Ich fahre auch mit dem Fahrrad, ne? Und zwar, wenn ich aus meinem Geschäftsgebäude rauskomme, ne, dann ist mein Parkplatz, sagen wir mal, nicht in Fußreichweite und da lasse ich mich hinfahren. Ne? Mit dem Fahrrad, also so einem Golffahrrad. Motorbetriebenes Golffahrrad. Caddy oder wie man das nennt. Wege gibt, das spricht ja gar nichts dagegen. Aber ich glaube, grundsätzlich gesehen ist halt dieses ganze Gegeneinander ausspielen, nicht Auto, sondern Fahrrad, der komplett falsche Weg. Es ist doch sowohl Auto, als auch Fahrrad, als auch Scooter, als auch zu Fuß, alles nebeneinander. Also jetzt mal Spaß beiseite, in Berlin Fahrrad fahren, dann musst du suizidal sein. Wenn du in Neukölln oder so, oder in Charlottenburg oder Wilmersdorf oder so, wenn du da Fahrrad fährst, dann musst du suizidal sein. Es ist wirklich, es ist lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich. Du hast in Berlin zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach Millionen Autos auf der Straße und jeder Autofahrer, jede Autofahrerin in Berlin hasst FahrradfahrerInnen. Jeder. Alle hassen FahrradfahrerInnen. Alle. Also ich verstehe gar nicht, warum man das gegeneinander ausspielt. Sophia, du bist einen Minischritt zurückgegangen. Warum? Auf das Argument wollte ich gerade mal eingehen bezüglich, dass man als Fahrradfahrer eigentlich... Sie präsentiert auf YouTube Autotests und Sportwagen. Und wer da von einer Befangenheit spricht gegenüber der Automobilindustrie, der ist auf einem Holzweg unterwegs, auf dem Fahrradweg. Benachteiligt ist. Also es werden in den Städten immer mehr Fahrradwege gebaut. Es gibt in vielen, vielen Großstädten mittlerweile auch schon Gebiete, wo Straßen
gesperrt sind für Autos, zum Beispiel Hamburg. Richtig. Ich weiß nicht, Jungfernstieg, glaube ich. Zum Beispiel ist jetzt auch so ein Thema. Diese Straße, die Innenstädte leiden ja auch darunter, weil eben auch nicht mehr diese Spontanität da ist, dass man sich in sein Auto setzt und mal eben irgendwo in die Stadt fährt zum Einkaufen. Das heißt. Also man muss schon mutig dumm sein, um solche Dinge zu sagen und zu denken, dass man damit Punkte macht. Da muss man schon sehr mutig sein. Die ganzen Läden, die jetzt schon darunter leiden, das ist immer mehr... Ernst? Wir hatten einen Lehrer kurz vorm Abi, der hat gesagt, Karl, Mut zur Lücke heißt es manchmal im Leben. Mut zur Lücke. Du kannst nicht alles wissen in den noch verbleibenden 4 Tagen, die du hast. Deswegen Mut zur Lücke. Online-Shops gibt und dass man immer mehr online bestellen kann, die werden früher oder später noch mehr darunter leiden, wenn es eben nicht mehr diese Spontanität gibt, für die Menschen mal einfach so in die Stadt zu fahren. Ganz kurz einmal ans grüne Feld. Also ihr könnt auch einfach am Rande des Feldes sein, weil sonst seid ihr nachher aus dem Studio raus. Das wäre ein bisschen schade. Raul, warum hast du dich gerade nach hinten bewegt? Ich finde diese Debatten unglaublich anstrengend, weil es eigentlich nichts anderes ist als Whataboutism. Und das, was unserer Seite ja die ganze Zeit vorgeworfen wird, als die Leute, die sagen, wir wollen, dass es weniger Fahrzeuge in der Innenstadt gibt, ist, dass uns ständig gesagt wird, naja, ihr wollt irgendwie die Leute gegeneinander ausspielen. Aber wir wurden ja jahrzehntelang gegen AutofahrerInnen ausgespielt und jetzt benutzt ihr unsere Argumente, nämlich, dass die, die Krankenschwester oder irgendjemand mit der Mobilität ja sonst eingeschränkt ist, wenn wir Autos verbieten. Denjenigen, die strikt gegen autofreie Städte sind, würde ich aber erstmal sagen, checkt mal eure Privilegien. Warum seid ihr dagegen? Ist es einfach nur, dass ihr keine Lust habt, eure Komfortzone zu verlassen? Hey, also ich mag Raoul wirklich sehr gerne, aber an dieser Stelle kommt es mir auch ein bisschen heuchlerisch vor, wenn er sagt, checkt mal eure Privilegien. Ich meine, ist es wirklich ein Privileg, wenn ich abends um 22.20 Uhr nochmal für eine Clubmate in die Innenstadt fahre? Ich frage euch. Ich würde gerne dort und würde einen Marathon rückwärts bewältigen. Für eine Schachtel Gouloir und eine Clubmate. Mal eben die 700 Meter runter in die Innenstadt fahren. Für mich ist das kein Privileg, sondern eine Bürde. In meinem Deutschland würde nämlich der Staat dafür sorgen, dass ich immer genug Gouloir-Zigaretten und Clubmate zu Hause habe. Das wäre mein Deutschland. So nämlich. Aber Raoul ist ein, wer dem noch nicht auf Twitter folgt, der verpasst was. Der schreibt sehr lustigen Kram. Oder habt ihr wirklich triftige Gründe? Und wenn es euch wirklich darum geht, mega schnell durch die Stadt zu rasen, dann geht an den Nürnbergring und macht, was ihr dort wollt und was man dort darf. Aber bitte verpestet damit nicht unsere Innenstädte. Wann hat sich eigentlich der VDA und alle Autofans jemals dafür eingesetzt, dass der ÖPNV ausgebaut wird? Wann ist das eigentlich jemals geschehen? Seit Jahrzehnten passiert da relativ wenig. Hallo, es wird doch jetzt privatisiert. Hallo, was ist denn, wer spricht denn davon, dass das nicht besser wird jetzt? Wenn sich da mal wirklich Privatunternehmen drum kümmern. Was wollt ihr denn noch? Und wir stellen uns oft dann eben auch die Frage, warum wird aus einem BMW Mini ein Auto, das so groß ist wie ein Jeep? Wann ist das eigentlich passiert? Und warum? Und warum wurden wir nicht gefragt, ob das cool ist, dass ein Auto, das früher ein Parkplatz braucht, plötzlich zwei braucht? Ja, und da geht's dir auch zurecht. Das gleiche Fahrzeug. Und die Fahrzeuge sind ja nicht besser geworden. Denn sie nehmen Menschen wie mir Mobilität. Weil wenn ich die Straße überqueren möchte, dann nicht mehr gesehen werde, weil ich einfach so klein bin im Verhältnis zu so einem Panzer, dass... Der Lastenrad meint er damit über. Ist Maaßen ein Nazi? Ne? Mit Panzer meint er die Lastenräder. Die sind auch echt ein bisschen groß. Die Gefahr für mich auf jeden Fall steigt, überfahren zu werden. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Viele Radwege sind so schmal, dass ich da kaum mit meinem Q7 drauf parken kann. Ja, richtig. Deswegen Radinfrastruktur ausbauen. Einfach eine Fahne hinten dran hängen. Wo ist das Problem?
Ich kann dir sagen, wenn JP Performance die Innenstadt unsicher macht, dann hilft dir auch keine Fahne. Das ist dann da, ja. Also das kann ich jetzt nicht persönlich beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist von einem... Hat ihn einfach gefickt in so einem Nebensatz. Hat ihn einfach gefickt in einem Nebensatz. Die Größe von Autos ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wo wir bei Whataboutism waren und jetzt erst bei den Innenstadtproblemen und Größe von Autos. Man muss das schon noch alles ein wenig unterscheiden. Es gibt auch viele kleine Modelle, die neu rausgekommen sind. Und wenn es um den Ausbau von ÖPNV geht, also da kann man alle Positionen nachlesen. Wir sind... Das ist aber auch immer so ein, das ist aber auch so ein FDP-Spruch Nummer, der FDP-Spruch Nummer 1 für alles, das irgendwie progressiv ist, oder? Sorry an die sozialliberalen Menschen da draußen. Ich weiß, euch gibt es und ihr wählt die FDP aus sozialliberalen Gründen. Ich kann das nicht verstehen, aber ich respektiere das zumindest. Das wollte ich mal erwähnen. Das Konzept der autofreien Innenstädte ist nicht zu Ende gedacht. Das ist so dieses Nummer 1 liberale Geblubber, oder? Naja, also das Konzept der Klimaneutralität ist nicht zu Ende gedacht. Okay, was ist denn eure Antwort? Naja, es wird schon der Markt irgendwie regeln. Okay. Ich habe die Wahlprogramme zur Bundestagswahl gelesen und ich kann euch sagen, dass im Parteiprogramm der Liberalen nicht ein einziger Punkt oder eine einzige These irgendwie zu Ende gedacht gewesen ist. Da steht drin, die Antwort auf den Klimawandel ist die Innovationsfreudigkeit der deutschen Bürger. Ach. Großartig. Absolut dafür, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Ich habe ja jetzt auch in, glaube ich, jeder meiner Aussagen klar gemacht, Alternativen schaffen, dann kann man darüber diskutieren, welche Lösung es gibt. Aber den Moment bestimmt ja ihr, wann wir darüber reden dürfen. Weil ich gerne das Argument zu Ende bringen würde. Und ich glaube, genau das passiert eben nicht. Ja, zum Beispiel die Bahn hat ihr Verkehrsnetz in den letzten Jahrzehnten um 30% zurückgebaut. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die Menschen wirklich in dem Maße mobil sein können. Jetzt muss ich den einfach mal unterbrechen. Weißt du, das sollte man eigentlich wissen, dass Linien immer dann ausgebaut werden, wenn eine Nachfrage besteht. Und in Innenstädten besteht einfach kaum eine Nachfrage an mehr ÖPNVs, weil alles mit privaten Autos gemacht wird. So, in den letzten 30 Jahren ist es einfach normal geworden, dass jeder deutsche Haushalt ein Auto hat. Oder zwei. Wir sind mittlerweile bei über einem Auto pro Haushalt. So, wenn jeder ein Auto hat, wer soll denn dann öffentliche Verkehrsmittel nutzen? Und da müssen wir uns auch selber einfach zur Verantwortung ziehen. Wir haben in Berlin gelebt und wir hatten eine S-Bahn-Station direkt um die Ecke. So, wir sind trotzdem jeden Tag mit dem Auto gefahren. Warum? Weil man einfach nicht nachdenkt. Man macht es einfach, ohne darüber nachzudenken. Und weil es uns auch sehr leicht gemacht wird, nicht nachzudenken. Aktuell, wie sie es sein müssten. Und ich finde tatsächlich, dass Mobilität ein Grundrecht ist. Mobilität ist das Instrument, um Teilhabe zu haben, im gesellschaftlichen Leben, im Arbeitsleben. Und das müssen wir allen ermöglichen. Und wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Ich sage ja auch, weniger, also ich, gerade was den Routenverkehr angeht, bin ich komplett bei dir, ja? Also man kann Systeme finden. Es gibt mittlerweile zum Beispiel, wieder mal Digitalisierung, Autos, die sich gegenseitig über freie Parkplätze informieren und dadurch wird zum Beispiel dieser ganze Verkehr reduziert. Oder dass man beispielsweise sagt, okay, wir machen mehr in Parkhäusern. Ja? Zum Beispiel könnte man auch sagen, okay, wir erleichtern die Zufahrten zu Parkhäusern. Dafür Richtig. Können wir vielleicht sogar bestimmte Straßenverkehrs beruhigen. Und mehr Parkhäuser brauchen wir. Das ist auch schon immer mein Punkt gewesen. Mehr Parkhäuser und zwar Parkhäuser, wo vorher so ein Leistungstest gemacht wird, dass du unter einer bestimmten Leistung gar nicht in das Parkhaus rein darfst, dass diese ganzen Pisser mit ihrem scheiß VW Polo, mit ihren 60 PS gar nicht erst die Schranken aufbekommen. Machen, aber die Zufahrten zu den Parkhäusern müssen eben genehmigt sein. So würde man ruhenden Verkehr reduzieren. Raul, du sagst Innovationen wie zum Beispiel Carsharing und so weiter. Das Wort Innovation ist ja jetzt schon sehr, sehr viel gefallen. Oder auch E-Autos, die sind schön und gut, die bringen dir aber in der Regel überhaupt gar nichts. Warum? Na, das fängt alleine schon damit an, dass wenn eine Stadt wie Hannover oder Hamburg so Sharing-Anbieter bzw. Ride-Hailing-Anbieter wie Moja erlauben,
die so eine Art Alternative oder komplette privates ÖPNV darstellen sollen, dass kein einziges von deren Fahrzeugen für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, zugänglich ist. Und es wird damit argumentiert, dass das nicht geht, weil sie elektrisch sind und dadurch letztendlich die Sitzhöhe höher ist und eine Rampe in diese Fahrzeuge nicht einzubauen ist. Und ich stelle mir die Frage... Unmöglich. Habt ihr schon mal probiert, eine Rampe einzubauen, wenn der Sitz ein bisschen höher ist? Unmöglich. Kriegt keiner hin. Das ist unmöglich. Wie dann eine Stadt wie Hamburg oder Hannover das zulassen konnte, wenn es als Innovation gefeiert wird, aber gleichzeitig behinderte Menschen ganz bewusst dann auch ausschließt. Und hinzu kommt noch die Frage, es gibt bisher kein einziges Fahrzeug, das elektrisch ist, das Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, überhaupt benutzen können. Ich wette mit dir, denen brennt folgender Satz auf der Zunge. Aber die Menschen im Rollstuhl sind ja auch in der Minderheit. Das brennt denen auf der Zunge. Den brennt da hinten auf der Zunge und mindestens die Carfluencerin denkt drüber nach, da auch einen guten Punkt mitzumachen. Und jede Ladesäule, die momentan in Berlin oder in Deutschland installiert wird, ist für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, nicht zugänglich, weil die Steckdose zu hoch sind. Und wir bauen diese Dinger gerade zu Tausenden aus. Und wir hätten es so leicht gehabt, das von Anfang an mitzudenken. Aber es wird nicht getan, weil auch hier wieder eine gesetzliche Regulierung fehlt und eine Verpflichtung. Und dieses Argument, das ich dann oft aus der Seite der Privatwirtschaft höre, ja, wir müssen das irgendwie auf Freiwilligkeit machen. Wir sind ja alle für alles. Aber wenn es nicht reguliert ist, dann passiert es nicht. Genauso wie die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Automobilindustrie offensichtlich nicht freiwillig geschehen ist. In Führungsetagen musste es reguliert werden. Und genau das Gleiche mit CO2-Reduktion. Es musste reguliert werden. Es geht nicht freiwillig. Schöne Worte, Mr. Links-Grün versifft. Aber meine Freiheit ist mir doch mehr wert als... genau. An das gelbe Feld. Ihr könnt euch gerne positionieren, einen Schritt auf Raul zugehen, wenn er euch dazu bewegt hat. Also ich denke... Nein, ich gehe keinen Schritt nach vorne. Menschen mit Behinderung, gerade die im Rollstuhl, sind in der Minderheit und da darf man sich nicht drum kümmern. Deswegen gehe ich keinen Schritt nach vorne. Übrigens, Freunde, das war eben so, also da nicht nach vorne zu gehen, widerspricht dem kompletten Konzept. Weil wer gegen das, was Raoul da gerade gesagt hat, auch nur in irgendeiner Form nicht zustimmend applaudiert, der ist also komplett fehl am Platz, oder? Das ist ja noch nicht mal irgendwie, das heißt nur, ja, wie wär's mal mit Inklusion, Freunde? Dass in der Zukunft, je mehr E-Autos es geben wird und je mehr der Ausbau von Ladesäulen stattfinden wird, gerade auch da vielleicht auf den Behindertenparkplätzen auch viel mehr auf das Thema eingegangen wird. Ich habe keine Berührungspunkte damit. Richtig. Deswegen bin ich jetzt auch keinen Schritt nach vor oder nach zurückgegangen, richtig, weil ich das nicht einschätzen kann. Mir ist es auch egal unterm Strich. Aber du kannst es jetzt mit seiner persönlichen Einschätzung vielleicht besser einschätzen. Ihr könnt euch ja zuhören. Du kannst über Mobilität reden und Inklusion rausnehmen. Behindertgerechten Parkplätzen oder auch zum Beispiel, also gerade was... Also mir ist es wichtig, dass ich nicht immer erst der erstbesten Person glaube, die mir von einem Problem berichtet. Ich bin großer Fan davon, das Ganze zu verifizieren, bevor ich blind glaube. Ja. Laden angeht oder auch Carsharing angeht, da bin ich seiner Meinung. Genau. Also da würde ich dir einen Schritt entgegenkommen. Nur finde ich, dass... spielt ja gerade nicht so richtig zum Thema, ob Städte autofrei werden richtig sollen. Katja, warum ist es denn eben... Ist auch wirklich dumm, dass ein lauter Aktivist sein Thema hier versucht, in so eine Sendung reinzuschmuggeln und darauf aufmerksam zu machen. Bleiben Sie bitte beim Thema, Sie Mann da. Bleiben Sie bitte im Thema. Danke. Eben doch wichtig, wenn wir über eine autofreie Stadt, Innenstadt sprechen, ja oder nein, auch diese ganzen Diversitäts- und Inklusionsthemen mitzudenken. Also wäre sich das noch aktuelle, ich glaube, er ist mittlerweile in Ehren entlassen worden, Herr Scheuer, aber wenn wir uns das Ministerium zum Beispiel angucken, da sind in den ersten drei Etagen keine Frauen zu finden und die Männer, die dort tätig sind, sind einander sehr ähnlich. Und ich glaube, wenn ich mit 14 Katjas am Tisch sitze und ich habe eine super Idee, dann sagen alle 13 Katjas, ja, finde ich auch gut. Die kommen halt raus aus diesem Raum, sind sich einig und haben aber Menschen vergessen, weil sie halt nicht am Tisch sitzen. Die ganzen Autogipfel, die es seit 2011 gibt, waren nur Autogipfel. Es ging nur um ein Transportmittel, es waren keine Umweltinitiativen dabei, es waren keine NGOs dabei, es war kein ÖPNV an Bord. Und das sind Sachen, das kann ich auch gar nicht als Vorwurf platzieren, weil wenn eine homogene Gruppe über ein Problem spricht, dann ist sie sich einig, hat aber Menschen vergessen, deren Stimme wir brauchen. Und ich habe noch nie
gehört, dass wenn wir uns um Minderheiten kümmern, der Mehrheit etwas geschadet wird, sondern im Gegenteil. Meistens ist es sogar so, dass zum Beispiel Sitzbänke an Haltestellen, hochschwangere Frauen, Menschen, die nicht mehr so gut gehen können, oder auch Kinder, also die haben ja alle was davon. Und ich glaube, diese Inklusion heißt halt auch... Oder wenn man mal sitzen will und eine rauchen möchte, auch. Diesen Fokus mal ein bisschen aufmachen und auf die Bedürfnisse zu schauen und nicht aufs Transportmittel. Also, um auf die Bedürfnisse aller eingehen zu können, finde ich, ist da der öffentliche Verkehr eigentlich der falsche Weg. Richtig. Natürlich. Hat die gerade gesagt, das muss ich nochmal hören. Transportmittel. Also, um auf die Bedürfnisse aller eingehen zu können, finde ich, ist da der öffentliche Verkehr eigentlich der falsche Weg. Richtig, weil, und die Begründung ist ja ganz klar, weil es ist ja öffentlicher Nah- und Fernverkehr und nicht Nah- und Fernverkehr für Minderheiten. Das geht ja um die Öffentlichkeit und nicht um alle. Versteht ihr? Natürlich, also werden wir erst nächstes Jahr mehr Gelder geben. Ich wollte dir das nur erklären, den Hintergrund. Lass mich erstmal ausreden, Quatschtante. Meine besten Freunde ist zum Beispiel Rollstuhlfahrer und... Aber sie hat doch gerade gesagt, dass sie keine Berührungspunkte damit hat. Wie passt denn jetzt damit zusammen, dass eine ihrer besten Freundin auch im Rollstuhl sitzt? Es sei denn natürlich, jetzt kommt der Satz, also ich habe auch eine beste Freundin, die sitzt auch im Rollstuhl und die hat da nichts dagegen. Das wollte ich nur nochmal sagen. Wie heißt denn ihre Freundin im Rollstuhl? Klaus. Auch trans. Er hat da auch nichts dagegen. Der ist auch im Rennsport unterwegs und ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, auch er könnte sich, glaube ich, im Leben nicht vorstellen, wie er, der reist auch sehr viel beruflich durch seinen Rennsport, mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtverkehr unterwegs sein soll. Klar kann man das mehr ausbauen, aber dennoch wird es trotzdem immer noch gewisse Gruppen einschränken, genauso wie Familien mit Kindern. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte 2, 3 kleine Kinder und müsste immer mit Öffis fahren und das eine Kind muss dorthin, das andere Kind muss dahin, das ist sowas aktuell zumindest noch einschränkend für solche Gruppen. Und zum Beispiel, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass mein über 80-jähriger Opa mit einem Carsharing in der Innenstadt irgendwo, der kann nicht mal mit dem Handy klarkommen. Also an diese Leute muss man ja auch mitdenken. Und da kann man auch nicht sagen, ja gut, dann müssen sie das lernen. Mein Opa, der wäre aufgeschmissen, wenn er nicht mehr mit seinem Auto unterwegs sein könnte. Paul, du hast dich nach vorne bewegt, ganz kurz. Ich habe mich einen Schritt nach vorne bewegt, weil ich dir zustimme, dass wir natürlich alle Menschen mitdenken sollten. Alleine nur deswegen, der Rest war Schwachsinn. Fakt ist aber auch meiner Ansicht nach... Entschuldigung, Raoul, aber du kriegst trotzdem eine Faktwarnung. ...dass ganz viele Menschen bisher nicht mitbedacht wurden. Und dass wir auch unterscheiden müssen zwischen Verlassen der eigenen Komfortzone, also inwieweit ist Autofahren für uns Hobby, ja, und inwieweit ist Autofahren für uns aber auch wirklich eine alternativlose Notwendigkeit. Und bei der Frage wurden Menschen mit Behinderung zum Beispiel meistens vergessen. Ja, und das, was du gerade ausgeführt hast, 50% aller prekär verdienenden Menschen haben keinen Führerschein und kein Auto. Und denen sagen wir jetzt, ja, sorry, Pech gehabt, die persönliche Freiheit ist ja erstmal wichtiger. Wir brauchen diesen Ausbau aus Klimagründen und aus der sozialen Gerechtigkeit heraus. Weil die Menschen, die du gerade skizziert hast, eine Frau, eine Alleinerziehende ohne Führerschein, ohne Möglichkeit, Auto zu fahren mit Kindern. Ne, was bieten wir ihr als Deutschland, als hochentwickeltes Land? Wir nehmen einfach hin, dass wir solche Leute... Die Ringbahn, S41, geht in alle Richtungen, fährt im Kreis. Das bieten wir denen. Und jetzt sag mir noch mal, dass das nicht ausreichend ist. Nicht mitdenken und sagen, alle, die im Auto sitzen, machen das, wir müssen das weiterführen. Nein, wir müssen anders denken, wir müssen gucken, was ist mit solchen Menschen, die nicht viel verdienen. Für die haben wir auf den Balkon geklatscht, toll. Ja. Und jetzt auf einmal sagen wir, nee, wir machen das weiter wie bisher und schließen sie weiterhin aus. Und das, da wäre ich ja nicht gegen. Aber damit, also irgendwie das Argumente gegeneinander aus, die eigentlich in die gleiche Richtung gehen, das verstehe ich nicht, weil wir alle sagen, okay, es gibt Menschen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten, Lebenswirklichkeiten, ja, ob jetzt mit Auto oder ohne Auto, ob Gutverdiener oder Schlechtverdiener. Ja? Grundsätzlich haben wir doch alle gesagt, Mobilität ist etwas, was wir alle brauchen, was wir im Täglichen, um zur Arbeit zu kommen, um am Kulturleben teilzuhaben. Das ist ja gar nicht die Frage. Glaubst du, dass alle Mobilität haben aktuell?
Ich bin noch nicht fertig. Also Mobilität allen Menschen ermöglichen. So. Und natürlich kann man jetzt immer ein Beispiel rauspicken, wo was nicht funktioniert. Fakt ist aber, dass die aktuelle... Zweiter Strike für das Video. Fakt ist, dass noch ein Strike verbleibt. Die Situation in Städten nicht hergibt, dass man die Autos quasi sagt, wir machen jetzt autofreie Innenstädte, weil man dann damit bestimmten Menschen das Leben erschweren würde, weil die Alternativen doch noch gar nicht da sind. Und aber man muss doch die Dinge auch zu Ende denken. Und das geht halt schon in so eine Richtung, wo ich sage, das ist weit weg von der Lebensrealität von manchen Menschen. Hm. Also vielleicht nicht in der Stadt, aber spätestens dann, wenn wir auf dem Land sind, man diesen Menschen wirklich einfach... Die guten Pendler, jetzt kommen wir wieder zu den PendlerInnen. Du kannst den PendlerInnen doch nicht ihr Auto wegnehmen. Wenn wir über die Einschränkung von Automobilverkehr in Innenstädten sprechen, dann müssen wir auch über PendlerInnen sprechen. Die müssen nämlich Auto fahren. Und jetzt? Einfach sagen, okay, Teilhabe ist halt nicht für jeden zugänglich, Mobilität. Wenn du uns vorwurfst, wir würden das Thema derailen oder irgendwie auf andere Themen kommen. Wir reden ja nur von Innenstädten. Ja, aber es gibt ja viele Leute vom Land, die in die Innenstädte... Richtig, danke. Sag's endlich mal. Endlich sag's mal einer. Ich wohne nämlich ein bisschen außerhalb, weil ich nicht beim ganzen Pöbel innerhalb der Stadt leben möchte. Ich lebe ein bisschen außerhalb. Da hatte ich auch, da gibt's auch genug Fläche. In der Nähe von auch einer Wellness-Einrichtung, wo ich ganz gerne mal bin. Und dann dachte ich mir, dann lasse ich mein Haus da auch irgendwo in der Gegend bauen. Und dann musst du eben auch erstmal ein bisschen in die Stadt reinfahren. 3 Minuten über die Stadtautobahn. Brauche ich. Von außerhalb. Ich bin quasi Pendler, wenn ich zum KDW will. Mit dem Cayenne. Wir müssen, um zu arbeiten. Ja, das sind die sogenannten Pendler. Und da können wir natürlich ganz oft auch sehen, wie schlecht eigentlich der ÖPNV zwischen Stadt und Land ist und wie der radikal auch reduziert wurde in den letzten Jahren. Also da bin ich voll auf eurer Seite. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, müssen wir vielleicht mal unterscheiden zwischen Hobby, Autofahren, macht mir Spaß. Naja, wenn ich aus Hobbygründen Auto fahre, dann fahre ich auf Rennstrecke. Und das ist nicht in der Innenstadt. Richtig. Aber es gibt total viele Dudes und ja, gibt genau es natürlich. Genau da ganz kurz. Alicia, würdest du auf dein Hobby dann verzichten? Naja, Nein. Ich meine, das ist genau wie Sophia gesagt hat. Wenn wir schnell irgendwo fahren wollen, dann fahren wir auf die Rennstrecke. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel könnten niemals komplett das Auto ersetzen. Und das unterschreibe ich. In meinem normalen persönlichen Leben gibt es keine Hobbyfahrten, sondern Nein. Da, wo ich hinfahre, fahre ich aus einem guten Grund, weil ich was besorgen muss, was abholen muss, Richtig. Keine Ahnung, weil ich... Gestern zum Beispiel habe ich mir eine Top-Bolognese gemacht und dachte mir, scheiße, kein Parmesan mehr da. Und dann musste ich eben nochmal notwendigerweise losfahren. Ich irgendwo einen Termin habe oder so, also Hobbyfahrten, wo ich mich ins Auto setze und sage, ich mache jetzt mal irgendwie coole Musik an und fahre mal eine halbe Stunde rum, Gibt's weil mir nicht. Langweilig ist. Gibt's nicht. Sorry, ich aber mit 18 mal gemacht. Sowas mache ich nicht, dafür habe ich gar keine Zeit. Aber woher denkst du, dann kommt die Statistik, dass ein Auto nur 45 Minuten fährt am Tag durchschnittlich mit 1,3 Personen? Sind alle so wie du oder sind da vielleicht doch ein paar Leute dabei, die sogar 500 Meter zum Briefkasten mit dem Auto fahren? Es gibt wahrscheinlich Leute, die 500 Meter zum Briefkasten fahren, weil sie es einfach nicht mehr laufen können, weil sie vielleicht COPD haben, aus der Puste sind, was auch immer. Richtig. Aber die Frage ist, richtig, die sind alle lungenerkrankt. Ist Maaßen ein Nazi? Die 500 Meter mit dem Auto fahren. Ich habe den YouTube-Kanal Nordjust Bikes entdeckt. Kanadier, den seine Trips nach Houston so abgefuckt haben, dass er nach Holland ist und in seinen Videos zeigt, wie man menschenfreundliche Städte baut und Urbanpläne ausnahetet. Was mir dazu einfällt. Zum Supermarkt wären ja auch mit dem ÖPNV möglich. Weil die Lungen krank sind. Wirklich. Manche Leute sagen, ich gehe einmal die Woche oder einmal am Tag einkaufen und ich Richtig. Kaufe nur ein Brot, eine Gurke und einen Saft. Ja? Und die anderen sagen, nee, ich mache das einmal die Woche. Und wenn ich das einmal die Woche mache, dann mache ich das nicht ohne Auto. Niemals. Weil ich natürlich deutlich mehr zu tragen habe. Ja? Und der ÖPNV fängt auch einfach diese ganze autofreie Geschichte nicht ab. Nee. Es ist einfach so, die ganzen Bussen, Bahnen, das also ist alles voll. Also würdest du sagen, dass keine deiner Autofahrten, sagen wir mal 10 pro Woche, was auch immer, wäre ersetzbar durch zum Beispiel ÖPNV? Nee. Nee. Also da, wo ich wohne, nicht. Niemals. Aber warum, wo fehlt denn das Engagement dann von Menschen wie dir, dafür zu kämpfen, dass es Alternativen gibt?
Wir kämpfen ja dafür, wir sind ja alle eurer Meinung, dass man sagen kann, okay, ich finde auch Carsharing ist eine super Option. Ja. Es muss ja nicht jeder, der in der Innenstadt wohnt, der sagt, okay, ich fahre nur einmal die Woche zum Tennis, ja, und das ist 25 Kilometer entfernt, dann nehme ich mir ein Carsharing und sonst fahre ich alles mit dem Fahrrad ab oder den Rest erreiche ich zu Fuß. Mega. Mega geil. So ein Leben habe ich nicht, ich glaube ihr auch nicht. Nee. Und ich stelle Sportwagen auf Instagram vor. Wenn ich so ein Leben hätte, dann wäre ich froh. Mein Leben besteht daraus, dass ich neue Rennwagen vorstelle auf Instagram und YouTube. Ich wohne halt nicht direkt in der Innenstadt und kann direkt alles zu Fuß erleben. Und Sie, was machen Sie? Ich bin Vorstand von der Automobilindustrie in Deutschland. Okay. Das ist bei mir einfach nicht möglich. Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Innenstadt. Was ist Innenstadt? Richtig, das ist nämlich auch eine Frage, die habe ich mich schon lange gefragt. Was ist eigentlich Innenstadt? Was ist eigentlich, können wir da nochmal drüber philosophieren? Vielleicht. Können wir uns da nochmal 2-3 Minuten Zeit vernehmen? Was ist eigentlich Innenstadt? Können wir da bitte nochmal drüber sprechen jetzt? Ja, ich wollte gerade nochmal auf das Thema. Für mich Innenstadt 50 Meter ums Rathaus. Innenstadt zurückkommen. Bleiben wir mal bei Berlin. Nina, würdest du sagen, dass eine autofreie Innenstadt, auch wenn du sie dir wünschst, eigentlich nicht wirklich realistisch ist? Also ich glaube, komplett autofrei ist es vielleicht nicht unbedingt, weil... Stopp, Alter, ich muss Sie unterbrechen. Können wir vielleicht auch erstmal uns nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich ein Auto? Es wird immer Personen geben, die auf ein Auto angewiesen sind. Es wird immer eine Feuerwehr geben. Der Lieferverkehr, der transportiert wahnsinnig viele Waren, der muss natürlich auch irgendwie motorisiert stattfinden. Aber ich glaube, eine autoreduzierte Innenstadt ist auf jeden Fall möglich. Und ist auf jeden Fall möglich, da dann beim Privatbesitz anzusetzen. Und ich glaube, davon haben Ganz große, das driftet mir hier in eine Ecke ab, die wir alle kennen und die keiner von uns mag. Was Privateigentum? Wo Privateigentum? Nazi? Ich muss die Diskussion hier abbrechen, weil man Linksfaschisten keine Plattform geben sollte. Da fängt es nämlich wieder an, da soll man erstmal beim Privatbesitz anfangen. Was beim Privat? Weil du willst mir an meinen Privat, das will ich sehen. Das will ich sehen, dass du an meinen Versuch es doch. Versuch zu mir zu kommen und mir meinen Privatbesitz zu nehmen. Versuch es. Viel Spaß dabei. Haben wir dann alle was? Und ich meine, auch die Leute, die Auto fahren, sind ja auch mal zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs und haben dann auch einen Vorteil davon, wenn es mehr Platz gibt, wenn irgendwie man sicher über die Straße gehen kann. Und ich glaube einfach, da müssen wir so ein bisschen umdenken, dass eben wir wollen alle mobil sein. Ich hätte einen Kompromissvorschlag für die Leute auf der anderen Seite. Ich wette mit dir, wenn du denen sagen würdest, pass auf, wir einigen uns darauf, die Innenstädte sollten autofrei sein, außer für dich. Du darfst noch weiterfahren. Dann würden die sagen, ja, okay, das finde ich fair. das finde ich fair. Und dass dieses Mobilsein nicht mit dem Auto verknüpft. Privatiers dieser Welt, vereinigt euch. Entrepreneure, united. Die erste Gewerkschaft, deren Aufgabe es ist, Gewerkschaften abzuschaffen. Vereinigt euch für Marktfreiheit. Wird, sondern eben schon gerade in der Innenstadt über den ÖPNV abgedeckt werden kann, übers Fahrrad. Und die Leute auch, oder jetzt zum Beispiel Menschen, die sagen würden, sie würden niemals mit dem Fahrrad fahren, treffen diese Aussage jetzt auch, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind und weil die Straßen zum Beispiel so unsicher sind. Und können wir uns darauf einigen, dass wir Autos in Innenstädten verbieten, die keine Start-Stopp-Automatik haben? Können wir uns darauf einigen? Und sie das Verkehrsmittel nicht nutzen wollen. Und ich glaube, wenn quasi weniger Autos fahren würden, würden zum Beispiel auch mehr Leute, auch vielleicht ältere Leute, umsteigen. Und genau darum geht es auch. Also wenn ihr jetzt auch sagt, irgendwie eure Großeltern, die müssen Auto fahren. Ich glaube, es gibt einen Punkt, wo es auch für sehr alte Leute unverantwortlich ist, Auto zu fahren und ein viel größeres Sicherheitsrisiko. Und dann muss man denen auch Alternativen anbieten. Genauso wie Leuten unter 18, die keinen Führerschein haben. Die kann man nicht ausschließen. Die sollen auch mobil sein. Und in der Innenstadt haben wir kurze Wege oder eben wie in Berlin einen sehr gut ausgebauten ÖPNV. Und ich glaube, ja gut, die sollen darüber debattieren, ob das die Zukunft ist und jammern rum.
dass der öffentliche Personennahverkehr Stand jetzt scheiße sind. Ja, Bro, es geht um die Zukunft. Natürlich kann nicht jetzt einfach jede Bahn fahren. Also ich möchte dazu auch sagen, dass für mich immer es ein sehr schwaches Argument für Kinder unter 18, dass die dann auf einmal auch Möglichkeiten benötigen, nach A von A nach B zu kommen. Das hat auch was mit der Verrohung der Gesellschaft zu tun, dass wir einfach keinen Wert mehr auf Familie legen. Wo ist denn die Mutter, die das Kind dann fahren kann? Mit dem Cayenne S. Oder mit dem Porsche Boxster. Ne? Die Mutter ist doch eh zu Hause den ganzen Tag, während der Vater arbeitet. Und dann kann die Mutter doch die Kinder umherkutschieren mit dem Auto. Oder nicht. Aber Familie ist uns in Deutschland ja nicht mehr so wichtig. Ne? Also zumindest vor 14 Uhr. Danach ist sie dann ein bisschen angetrunken, aber könnte man auch nochmal über die Promillegrenze nachdenken. Darauf kann man sich verlassen und den pushen. Und ich glaube nur auch, dass es halt nicht reicht, nur Anreize zu schaffen, fahrt alle mit dem ÖPNV, wir verdichten den Takt, das ist wichtig. Aber wenn es dem Auto so bequem gemacht wird oder es so bequem ist, ein Auto zu besitzen, weil der Parkplatz nichts kostet, weil man das einfach überall hinstellen kann, weil man sich damit lächerlich bewegen kann, weil es wahnsinnig subventioniert wird, dann sehe ich auch nicht die Leute umsteigen. Aber was? Ich verstehe das Problem nicht. Mein Sohn Malte Nepomuk wird einfach vom Chauffeur gebracht. Ja, gut, das ist bei mir auch so. Aber ich habe auch einen Freund von mir, der Kevin, der hat keinen eigenen Chauffeur. Und das ist aber auch in Ordnung, weil seine Frau ist den ganzen Tag zu Hause und übernimmt die Arbeiten. Was ich dann auch wieder gut finde, weil so gibst du dem Lebewesen ja auch in gewissermaßen eine Aufgabe, wo er drin aufgehen kann. Ne? Das respektiere ich. Ne? Ist nicht mein Leben, aber ich respektiere es. Was genau müsste denn dann passieren an euch, gelbes Feld, dass ihr sagen würdet, ihr würdet auf euer Auto verzichten? Jetzt mal ganz, wir können uns ja jetzt ausdenken, was wir wollen hier in diesem Raum. Was müsste passieren? Gar nichts. Also ich würde nie auf mein Auto verzichten. Gar nichts. Ich muss mal kurz noch zu dem... Ich bin hier, um zu sagen, dass alles so bleiben soll, wie es ist, jetzt. Argument was sagen. Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, dass ich innerhalb Deutschlands nur mit dem Auto reise, obwohl ich alle... Was eine mutige Frau. Ich habe übrigens eine ähnlich mutige Entscheidung getroffen. Ich habe entschieden, dass ich jedes meiner Mahlzeiten nur noch auf dem Holzkohlegrill zubereite. Da habe ich für mich entschlossen. Alle Flüge bezahlt bekomme von meinen Kunden. Ich könnte jederzeit mit dem Flugzeug von A nach B fliegen. Ja. Egal, mach ich wohin, aber nicht. Innerhalb Deutschlands. Ich habe aber gesagt, nein. Mach ich nicht. Ich sehe es nicht ein, so viel Luftverschmutzung oder Umweltverschmutzung einzugehen, nur für, richtig, ich sag mal, einen relativ kurzen Weg. Also nehme ich dafür, richtig, das Auto. Richtig. Richtig. Würde das Thema. Für mich ist das Greta Thunberg, deutsche Greta Thunberg. Das ist für mich die deutsche Greta Thunberg. Autos abschaffen in Innenstädten ein Thema werden, dann würde ich wieder. Guck dir sie an, sie geht so nach vorne so. Okay, ich könnte ja jetzt sagen, dass die Flüge ohnehin stattfinden und dass man, wenn man jetzt zusätzlich mit dem Auto fährt, zwar die Nachfrage an Inlandsflügen erhöht, aber zumindest keine zusätzlichen Emissionen verursacht, aber ich lasse das jetzt. Geh einfach einen Schritt nach vorne und halt die Fresse und dann denkst du so, okay, scheiß drauf, Digga. Und da ist halt die Frage, ob das wieder im Sinne aller wäre, wenn die Menschen wieder viel mehr unnötig... Für mich ist das die deutsche Galionsfigur von Fridays for Future. Für mich ist jeder Mensch, der nicht mit einem Sophia-T-Shirt bei den Protesten ist von Fridays for Future, kein echter Klimaschützer. Sage ich euch so, wie es ist jetzt. Wirklich ehrlich überzeugt. Flughafen liegt denn in der Innenstadt? Bitte? Welcher Flughafen liegt denn in der Innenstadt? Naja, man muss ja irgendwie in der Innenstadt kommen. Wenn, richtig, ich jetzt von München bis nach Hamburg reise... Dann fahre ich grundsätzlich nicht durch die innenstädtischen Autobahnen, fahre ich dann von München bis nach Hamburg. Bitte nicht. Hä? Dann kann ich das einmal mit dem Auto tun, ja, oder ich kann fliegen. Oder mit der Bahn, es geht sogar schneller und du musst nicht vom Flughafen irgendwo hinfahren. Mach einen Kopf zu, Quasselkopf. Ja, aber mit der Bahn ist meistens viel zu teuer. Das, richtig, richtig. Weil ich weniger Spritpreise. Richtig. Und ich bin auch viel flexibler. Wir sind so unflexibel hier in Deutschland, richtig, in den deutschen Innenstädten. Ja. Berlin ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, Berlin, da fährt in jeder Straße eine Straßenbahn. Ja. Aber Köln, Düsseldorf, etwas kleinere Städte, da ist das nicht der Fall. Ja. Und ich wäre voll dafür, wenn öffentliche Verkehrsmittel umsonst wären für die Leute, die zum Beispiel in einer Stadt wohnen. Und stimmt ihr dazu, die Bahn und öffentlichen Verkehr umsonst machen oder, ja, zumindest billiger? Das ist wirklich der erste gute Vorschlag.
Wenn ihr ihr dazu stimmt, könnt ihr tatsächlich absolut gerne. Also es ist auf jeden Fall super sinnvoll, ÖPNV kostenlos oder zumindest kostengünstiger zu machen, weil aktuell eben die Leute, die sich auch gar kein Auto leisten können, von der Mobilität generell eher ausgeschlossen sind. Das ja. Problem ist bloß, nur den ÖPNV günstiger zu machen oder kostenlos führt dann trotzdem nicht dazu, dass die Leute auch vom... Ich habe 90 Euro für Leipzig, Brüssel, Leipzig bezahlt. Wie weit kommst du da mit dem Auto? 90 Euro, da kriege ich nicht mal ein Viertel Tank voll. Bei meinem. Aber ich habe auch einen V6. Ja. Auto auf den ÖPNV wirklich umsteigen. Doch, weil dann haben wir nämlich genau das Thema. Die Leute, die gar kein Auto fahren wollen, sondern müssen, können da wiederum sagen, okay, geil, es gibt die... So wie sie zum Beispiel. Sie muss ja Auto fahren. Öffentliche Verkehrsmittel sind für sie keine Option, weil zu teuer. Deswegen ist sie gezwungen, mit dem Porsche zu fahren. Von Hamburg bis nach Köln. Sie ist gezwungen. Option, vielleicht aus finanziellen Gründen. Und ich denke, da wird es viele geben, die umsteigen würden. Richtig. Die sagen würden, ich würde viel lieber die Öfis nehmen. Klar, gut, da wiederum anderes Thema. Als Frau würde ich nachts nicht mehr die Öfis nehmen. Aber es würden, glaube ich, viel, viel mehr Leute, gerade die, die eben nicht eigentlich auf ihr Auto oder unbedingt auf ihr Auto angewiesen sein wollen, umsteigen. Ich gebe die Frage auch direkt mal an euch weiter. Was müsste sich denn für euch verändern, dass ihr sagen würdet, ich würde komplett auf mein Auto verzichten, beziehungsweise... Also, ich habe in Berlin lange komplett ohne Auto überlebt und es ging sehr gut. Es ging sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das ist auch Berlin. Ja. Was für Alternativen würdet ihr dafür brauchen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema Privilegien zurückkommen. Katja, du setzt dich viel damit auseinander, warum das Verkehr... Ich glaube, man sollte einfach irgendeinen 1 Euro für einen Tag und dann darfst du in ganz Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das fände ich eine nice Geschichte. Dann würden die Leute mobiler werden und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. So, einfach... Oder entweder kostenlos, so persogebunden, oder aber du machst einen Euro pro Tag, entweder so symbolisch und fertig. Verkehrssystem in Deutschland und auch grundsätzlich rassistisch und sexistisch ist. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum ist das überhaupt so? Unter den Personen, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe, sind viele gewesen, die haben gesagt, ich muss Auto fahren. Ich will das gar nicht. Ich mag noch nicht mal Auto fahren. Das fängt bei einer älteren Dame an, wo der Mann Parkinson hat. Die war lange Zeit Radfahrerin, muss jetzt mit 76 Auto fahren, weil der Mann halt freiwillig verzichtet. In Deutschland wird es... 365 Euro Ticket. Nee. Das darfst du auch nicht tun, weil 365 Euro für viele Menschen insane viel Geld ist, für die meisten Menschen insane viel Geld ist und die das nicht einfach mal so haben. So, das muss flexibel sein. Ne? Nicht 365 Euro für ein komplettes Ticket, sondern du gehst dahin, überall sind diese Automaten, du schmeißt einen Euro rein, kriegst eine Karte, fertig. Das ist ja nicht verboten. Es gab eine Transfrau, die ist zweimal zusammengeschlagen worden an Haltestellen und die sagt, mein Auto ist mein Safe Space, weil ihr in Deutschland es nicht schafft für mich. Perso wäre dumm für die Menschen, die keinen deutschen... Ich habe ja gesagt Perso oder Reisepass oder so, das ist ja nicht an die Staatsbürgerschaft gebunden. Ja? Eine gute Umgebung zu schaffen. Ich will aber nicht Auto fahren. Ich will, dass... Ihre Idee war zum Beispiel, dass in einem Waggon immer Menschen mitfahren. Da kann man Einstiegshilfe machen, da kann man Auskunft erteilen. Das bieten wir denen aber nicht. Rassistisch heißt, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich alle Quattro-Milf, Jasmina, vier Kinder, eine schwarze Frau, die fährt auch Auto, obwohl sie es nicht will. Und obwohl es gegen die Zukunft ihrer Kinder ist, weil sie als schwarze Frau mit diesen Kindern unterwegs immer angepöbelt wird. Und das sind Sachen, die ins Auto treiben. Falls ihr jetzt übrigens das Ganze negieren wollt und sagt, na, das ist doch gar nicht so. Es gibt jetzt eine schöne repräsentative Studie von den diskriminierenden Erfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland und ihr solltet anfangen, schwarzen Menschen zu glauben, wenn sie euch sagen, dass sie diskriminiert werden. Ne? Hier ein paar schöne Sachen. 90% der Schwarzen wurden ungefragt schon in ihre Haare gefasst. Einfach so. Ja. Schön, oder? Nicht, weil das Auto toll ist als Lösung, sondern die machen so eine Art Bypassing um gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Katja, ist das dann aber nicht ein Argument für Autos? Nein, weil die Menschen, die nicht Auto fahren können und wollen, die sind weiterhin dieser Gefahr ausgesetzt. Die bleiben teilweise an den Orten, wo sie feiern, bis es hell wird. Das sind ja alle Sachen, die ich erfahren habe und die ich auch weiß. Aus meiner eigenen, ganz ehrlich, auf dem Land ist das auch ganz oft ein Problem, dass die Leute alkoholisiert fahren, weil es keine Alternativen aber gibt. Aber es ist auch kein Argument gegen Autos. Bitte? Also es spricht ja schon für das Auto. Nein, es spricht nicht fürs Auto in dem Moment, wo nicht jeder Auto fahren kann. Also wir reden ja jetzt ein bisschen aneinander vorbei, glaube ich. Also ich glaube, niemand, also wir alle
hier sind uns einig, dass man alles tun muss, um Sexismus und Rassismus aus der Öffentlichkeit zu verdrängen und alles, was irgend, was alles Menschenmögliche. Also ihr solltet alles Menschenmögliche tun. Dagegen zu tun, damit das kein Thema mehr ist. Ich glaube, da ist hier keiner von uns anderer Meinung und unterstützen wir alles, was dagegen getan werden kann. Richtig. Ich glaube, was aber wichtig ist, dass du einfach einmal gesagt hast, es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten, richtig, für die man Lösungen finden muss. Und natürlich, richtig, gibt es viele Sachen, die Geschichten, wie du gerade erzählt hast, wo Menschen vielleicht das Auto nutzen müssen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Aber ich meine, Allensbach hat im letzten halben Jahr, und Allensbach ist ja ein sehr renommiertes Umfrageinstitut, zwei Umfragen gemacht. Ich meine, da kommt halt raus, dass wirklich die deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland sagt, sie können ihren Alltag ohne Auto gar nicht meistern. Schlimm genug. Also ich finde, das Beste, was wir eigentlich machen können, ist doch wirklich einfach produktive Lösungen finden. Zum Beispiel mehr machen für diese ganzen... Also du unterstellst uns gerade, dass wir keine produktiven Lösungen haben, oder? Naja, ja. Autos zu verbannen, würde ja auch Pool-Services und Shared-Services verbannen. Nein, ja? Hat niemand von also, uns gesagt. Die sind ja genauso... Halt's Maul! Habt ihr gesagt? Und Feuerwehren auch. Was denn, wenn es mal in der Innenstadt brennt? Sollen die da mit dem Feuerlöscher dahin laufen oder was? Ihr mal mit euren nicht zu Ende gedachten Scheißargumenten da. Verbot, Verbot, immer nur Verbot. Was denn, wenn deine Mutter einen Herzinfarkt hat und der Krankenwagen nicht dahin fahren darf, weil verboten? Entschuldigung, da werde ich leicht emotional. Beides Mobilitätskonzeptes. Und doch, dafür kann man ja auch noch vieles machen, um das zu pushen. Paul, wer sollte denn bei der Mobilität... Der geht mir richtig auf die Nerven, der da in der Mitte. Mobilitätswende die größte Verantwortung übernehmen. Ist es Politik, ist es die Wirtschaft, ist es die Zivilgesellschaft? Danke für die Frage, weil das ist das, was mich die ganze Zeit so aufregt gerade. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben im 21. Jahrhundert. Und jede bisher... Verkehrs- oder klimagünstige Innovation, die es außer der Automobilindustrie gab, kam, weil sie gesetzlich verpflichtet wurde. Das heißt, ja, ich erinnere mich, ich hatte vor E-Cut zum Beispiel ein paar Jahren ein Gespräch mit dem Klimafolgenforscher Mojib Latif aus Kiel und ich hatte ihn gefragt, haben Sie Hoffnung? Haben Sie Hoffnung, was den Klimawandel angeht? Und er meinte, ja, ich habe Hoffnung, weil wir sind gesellschaftlich dazu in der Lage, Dinge zu verändern, wenn die Notwendigkeit dasteht. Wir konnten FCKW verbieten. Geht nach hinten. Nein, das stimmt nicht. Das ist nur Wetter. Bitte lass sie sagen, dass das nur Wetter ist und dass es schon immer unterschiedliches Wetter gab. Bitte lass sie da auch noch schwurbeln. Das wäre großartig. Und es wurde prophezeit, dass die... Warum geht sie da jetzt zurück? Warum geht sie da jetzt zurück? Kann mir das bitte einer erklären? Die Kühlschrankindustrie demnächst pleite geht. Wir konnten den Katalysator verpflichtend machen in jedes Fahrzeug. Die Automobilindustrie in Deutschland hat gesagt... Wissenschaft, nein, danke. Ist ein starker Spruch von jemandem, der mir gestern noch gesagt hat, dass mein wirtschaftliches Studium mich nicht dazu berechtigt, den Begriff Umsatz zu definieren, weil mein Studium neoliberal ist. ...gesagt, danach sind wir pleite. Das hat sie damals gesagt, in den 80er und 90er Jahren. Und ein Scheiß ist passiert. Sie ist nicht pleite gewesen. Im Gegenteil, die Fahrzeuge wurden immer größer. Und wenn wir jetzt endlich mal verpflichten würden, gesetzlich, also die Politik in die Verantwortung nehmen, zu sagen, wie schaffen wir es, jetzt endlich mal die ganze Aufmerksamkeit der Automobilindustrie zu nehmen und sie in den ÖPNV und Alternativen zu stecken und genauso gesetzlich reguliert weiterzumachen. Zu sagen, die Autos dürfen nicht mehr so und so viel Umwelt verschmutzen, die Autos dürfen nicht mehr so und so groß sein und es sollte nicht mehr irgendwie als so und so viel Prozent Parkplätze in der Stadt geben. Autos sollten nicht mehr so groß sein, außer man kann sich ein großes Auto leisten. Das ist wäre mein Vorschlag. Wenn man Geld verdient hat, selber Geld verdient hat, zum Beispiel durch... Zinsen oder durch oder auch zum Beispiel durch wenn der Bitcoin steigt im Preis, ne? Oder durch wenn man mit meiner S-Klasse zu parken, ne? Dividenden am Stichtag, Autos, als wäre ich auf einem Schrottplatz. Stichtaghandel zum Beispiel, wenn man am Stichtag nochmal die ein oder andere Dividende hin und her schiebt und sich das dann rechtlich in einer Grauzone auszahlen lässt vom deutschen Staat. Oder wenn man das vererbt bekommt, wenn man sich das ehrlich verdient hat, das Geld, dann sollte man sich auch damit ein großes Auto kaufen dürfen, ist meine Meinung. Ansonsten ist das eine Freiheitsbeschneidung. Da würde sich der ganze Spaß so selber regulieren. Aber freiwillig
passiert das nicht von Seiten der Automobilindustrie. Das ist etwas, wo ich jetzt endlich mal zu Ende reden möchte. Ja. Das ist etwas, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass all die Autofans, die jahrzehntelang ihre Partys hatten, ja, dass sie jetzt endlich mal auch verstehen, wir leben im 21. Jahrhundert, ja. Dinge müssen wir verändern, sonst geht es auf so vielen Ebenen. Ich kann euch ganz genau zeigen, was das 21. Jahrhundert mit uns, was das 21. Jahrhundert geschafft hat. Und zwar das hier, passt auf. Einfach aufpassen. Auf Augen zumachen und hinhören. V12, Bruder. V12. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Direkt einen Halbharten. Und nicht nur im Klimaschutz, nicht weiter. Sophia, du bist einen Schritt zurückgegangen. Mhm. Ihr anderen beiden seid stehen geblieben. Also da stimme ich dir nicht zu, dass die Automobilhersteller immer nur innovative Sachen erschaffen haben, wenn es erst gesetzlich geregelt war. Weil es gibt zum Beispiel E-Antriebe. Richtig. Oder früher gab es die LPG-Geschichte und so weiter. Richtig. Das gab es alles schon. Viel eher, bevor wurde etwas... Wurde aber nie gepusht ausreichend. Ja, aber... Wie der zum Beispiel Start, ein Liter Lupo. Nicht, ja. Vom Staat wurde es zum Beispiel erstmal nicht subventioniert. Ja. Als auch nicht seine Aufgabe ist. Und es wurde auch vom Endverbraucher gar nicht angenommen. Also ja, ein Automobilhersteller muss... in erster Linie erstmal gucken, wie mache ich Umsatz. Richtig, richtig. Danke, endlich mal jemand, der an den Umsatz glaubt. Oh, danke. Für mich ist das hier meine neue Greta Thunberg. Ist es wirklich so? Denk doch mal bitte jemand an den Umsatz. Das ist das Leben. Sie hat sich aber auch gerade inhaltlich selber schön gefickt, ne? Ich hoffe, das ist euch aufgefallen. Die These steht im Raum. Innovation, gerade wenn es klimaschützende sein soll, muss durch Verbote und Direktiven forciert werden. Und sie sagt, nein, das stimmt nicht. Das haben Unternehmen auch so schon nicht gemacht, weil sie Umsatz machen wollen. Ja. Proleta Thunberg. Ein Hersteller, ein Entwickler, wie auch immer, der macht das nicht zur Freude aller, sondern er muss immer erst mal gucken, wie mache ich den meisten Umsatz. Genau. Und wenn ein Automobilhersteller vor 10... Und das System ist auch vollkommen richtig. Ich muss immer erst selber gucken, wie viel Geld ich habe, ne? Ne? Zum Beispiel, wenn ich sowieso schon viel Geld verdiene, wenn ich sowieso schon meinen Arsch voll habe von Geld und dann mir einen Umzug leiste über Landesgrenzen, dann muss immer erst jeder selber gucken, ob man nicht nochmal ein Donation-Goal macht, die Umzugskosten tragen. Muss man immer erstmal selber mit sich vereinbaren. 10 oder 20 Jahren ein E-Auto entwickelt hat, was aber niemand gefördert hat, was niemand angenommen hat, dann hat der erstmal da gar keine Macht, das irgendwie weiter auszubauen. Also mein Mitleid zu Volkswagen hält sich echt in Grenzen. Ich habe großes Mitleid mit Volkswagen. Volkswagen macht doch nur noch wenige Milliarden Gewinn im Jahr. Wo sollen die denn da hinmachen? Die machen doch nur noch mehrere Milliarden Gewinn im Jahr. Aber sorry. Die deutsche Autoindustrie ist die innovativste. Endlich mal jemand, der über die deutsche Autoindustrie spricht. Der Welt? Ja. Punkt. Niemand kann Sprit so effektiv direkt einspritzen lassen wie deutsche Hochleistungsmotoren. Mit Abstand die meisten angemeldeten Patente. Und wenn wie zum Beispiel Chiptuning. Oder ein Doppelauspuffvergaser. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal konkret auf das Beispiel der E-Mobilität gehen, finde ich ein tolles Beispiel, weil es muss eben zum einen den Markt, also beim Verbraucher, der muss ja auch das Modell annehmen. Richtig. Das Größte, also viele Tesla Menschen denken im Moment darüber nach, sich ein E-Auto zu kaufen. Was ist das größte oder das wichtigste Kriterium? Eine ausreichende, flächende Ladeinfrastruktur. Was haben wir nicht? Eine ausreichende, flächendeckende Ladeinfrastruktur. Wir hängen total hinterher. Wir selbst, also die Automobilhersteller, wir sind Europa-Weltmeister, was E-Autos angeht. Also die deutschen Hersteller haben da wirklich den Anschluss absolut gewonnen. Sie sind sogar in die Führungsposition gegangen. Beim automatisierten Fahren sind wir sogar das Land, was als erstes eine Gesetzgebung hatte, damit wir auch das pushen können. Aber es muss jetzt auch mal investiert werden. Also E-Autos lösen meiner Meinung nach vor allem in Innenstädten einfach nicht das Problem. Innenstädte lösen das Problem in Innenstädten wird nicht durch E-Autos gelöst,
sondern durch alle Autos. Ist meine, wollte ich nochmal als These in den Raum werfen. Also ich habe das Gefühl, darf ich mich kurz fragen, was ist denn das Problem? Das Problem ist, also meiner Meinung nach sind wir so sehr hängen so sehr am Auto fest, dass es jetzt eben... Das Problem ist Individualverkehr, sag es doch, Mädchen. Die müssten sich jetzt wirklich so viel Scheiße anhören. Von der Gegenseite kam noch nichts, das irgendwie Sinn ergibt. Noch kein einziger Satz wurde von der Gegenseite präsentiert, der in irgendeiner Lebensrealität Sinn ergibt. Das große Problem an den verkehrsbedingten Emissionen ist der scheiß Individualverkehr. Und da versagen einfach alle Ecken und Enden. Warum könnte wohl die deutsche Automobilindustrie etwas dagegen haben, dass der Individualverkehr reduziert wird? Woran könnte das wohl liegen? Wäre das vielleicht schädlich für die deutsche Automobilindustrie, wenn nicht mehr jede Deutsche 5 Autos hätte? Wäre das vielleicht schädlich für deren Umsatz? Kann ich mir nicht vorstellen, Karl. Das ist jetzt aber Unsinn. Nachher sagst du mir noch, dass vegane Mayonnaise genauso schmeckt wie die mit Ei. Hör doch auf, du Quacksalber. Und dann eine große Car-Influencerin, die neue Sportwagen pusht. Die hat doch wohl das größte Interesse daran, dass der Individualverkehr reduziert wird. Oder die Kfz-Meisterin, die jeden Tag hunderte Autos reparieren muss von irgendwelchen Trotteln, die sich viel zu günstige Autos leisten, die dann verarscht worden sind und dann repariert werden müssen, als ob die Interesse daran hätte, dass der Individualverkehr reduziert wird. Das bezweifle ich. Eben dann unbedingt das E-Auto sein soll. Welches Problem verursacht das Auto für dich in der Innenstadt? Egal ob ein E-Auto oder ein Verbrenner, nimmt in der Innenstadt wahnsinnig viel Platz weg. Lebensqualität. Okay, dann in Berlin allein im höhere Parkhäuser. Richtig. Dann ist das Problem. Danke. Den schon mal erledigt. Richtig. Mehr Parkhäuser. Und auch mal Parkhäuser, die auch mal einen Euro mehr kosten. Wo da auch mal aufgepasst wird auf meinen Cayenne und ich mir keine Sorgen machen muss, dass der VW-Fahrer nebenan mir aus Neid meinen Porsche verkratzt. Wie wär's denn mal damit? Aber also... Oder weniger Autos. Nein! Es gibt viele Probleme. Das hatten wir auch schon, dass... Wir brauchen zwei Dinge in Deutschland. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle und wir brauchen sichere, ruhige Innenstädte. Also sollten wir Parkhäuser bauen. Mehrere Parkhäuser. Überall. Ich gehe so weit und sage, in Deutschland gibt es über 54.000 leerstehende Wohnungen. Die stehen leer. Die kann man abreißen und Parkplätze draufbauen. E-Autos nicht die Lösung aus der Klimakrise sind. Ich bin dafür, dass deutsche Wohnen enteignet wird. Ich bin dafür. Ich war schwer enttäuscht von Kevin Kühner, dass er dagegen gestimmt hat. Weil ich hätte die Bengel enteignet und dann hätte ich das abgerissen, hätte da Parkhäuser draufgestellt. Für meine Autos. Denk doch mal einen Schritt weiter. Die Leute brauchen Wohnraum. Wir haben Parkhäuser. Es gibt mittlerweile, die deutsche Automobilindustrie ist die innovativste der Welt. Wir sind Weltmeister. Es wird doch wohl möglich sein, dass man auch im Auto schläft. Nur als Idee. Sind, weil auch die hergestellt werden. Auch da ist die Entsorgung der Batterien unklar. Also es löst. Es gibt nicht. Da diverse Recyclingmodelle, die auch immer weiterentwickelt werden. Das stimmt zwar, aber es löst trotzdem. Es gibt trotzdem einen Reifenabrieb. Aber es löst das nicht. Problem es für dich das einzige Problem. Es also gibt, nur mal es gibt viele. In 3 Monate geschafft. Weiter geht's. Oh wei. Problem. Nee, ich lass mich ausreden. Also es gibt einerseits das Problem, die Emissionen sind dadurch nicht verschwunden. Es gibt das Problem des Platzes. Es ist ein Wahnsinn, dass der öffentliche Raum, 10 bis 12 Quadratmeter in Berlin, öffentlicher Raum, einfach so benutzt werden können vom Auto. Ich kann mein Sofa nicht einfach auf diese Straße stellen und da mich hinsetzen. Aber ins Parkhaus, in die Ecke. Kommt das Auto gesagt. Dann kommt was ist das denn für ein Argument? Warum solltest du dein Sofa auf die Straße abstellen? Das ist cool. Warum solltest du dein Sofa auf dir... Das verstehe ich nicht. Warum solltest du denn... Hä? Da
Das macht doch gar keiner. Kostenlos, ich meine nur, es wird... Ja, aber ein Auto ist ein Nutzgegenstand, den du brauchst auf der Straße. Und es ist auch nicht kostenlos. Ich zahle an jeder Ecke, an irgendeiner Parkuhr, auf jedem Parkplatz, auf jedem Parkdeck, zahlt man Geld zum Parken. Ich weiß nicht, wo jemand hier in Berlin kostenlos parken kann. Es ist nicht überall so, es kommt langsam, aber es ist hauptsächlich kostenpflichtig. Ja, und dann kostet es für Anwohner irgendwie 20 Euro im Jahr. Das steht aber nicht im Verhältnis dazu, dass man in einer Großstadt lebt, wo ich ansonsten irgendwie 400 Euro für 10 Quadratmeter Zimmer zahlen muss. Also ich finde es einfach, man muss sich überlegen, der öffentliche Raum ist ein wahnsinnig wertvolles Gut. Das kann man nicht einfach... Hallo, ich habe noch eine Frage. Wer stellt denn sein Sofa auf die Straße einfach, außer wenn Sperrmüll ist? Wäre jetzt nochmal meine Frage. Kann man nicht vollstellen, wenn gleichzeitig es ein Problem gibt, dass es zu wenig Grünflächen gibt oder zu wenig Spielplätze. Ja, aber das könnte man doch easy regeln, indem man jedes neu gebaute Gebäude erstmal ordentlich unterkellert und einen riesengroßen Tiefgarage reinmacht. Richtig! Endlich mal jemand auch mit echten Vorschlägen. Echte Vorschläge. Praxisnahe echte Vorschläge. Wie wär's denn, wenn einfach jedes Gebäude auch ein Parkhaus hätte? Das fehlt mir immer so, dieser pragmatische, realpolitische Ansatz, wo man sagt, wie können wir das Klima schützen, effektiv und kosteneffizient? Richtig, mit Parkgaragen. Viel, viel mehr Parkdecks baut, richtig. Viel höher. Viel höher, das muss höher gebaut werden. Dass sie übereinander viel mehr stapeln kann. Dann also du willst den Autobestand nicht reduzieren. Bitte? Nein. Du willst den Autobestand nicht reduzieren, nein. Du versuchst eher jetzt Lösungen... Naja, es geht ja gerade um den Platz. Ja. Richtig. Und das wäre ein Lösungsvorschlag, um den also Platz ich baue lieber Häuser zu als Parkhäuser. Da sind wir eigentlich schon... Halt's Maul. Das geht mir. Langsam nervt es mich. Langsam nervt er mich. Wer sagt denn, dass das eine das andere... Er hat doch klar gesagt, baut ruhig Häuser, aber mit einer Parkgarage, Tiefgarage zum Beispiel. Bei einem kleinen Mini-Kompromiss. Deswegen lass uns jetzt in die Kompromissrunde gehen. Es wurden ja jetzt schon einige kleine Kompromisse immer mal wieder hier in die Runde reingeworfen. Deswegen lass uns die jetzt gerne vertiefen. Aber jetzt mal für Dumme, warum sind Parkgaragen schlecht? Okay, kann ich nachvollziehen, dass die Frage kommt, Parkgaragen sind jetzt erstmal nicht schlecht. Schlecht ist Individualverkehr. Deutschland ist eine Autonation. Jeder Pimmel hat ein Auto und jeder Pimmel will 3 Autos. Ne? Und Montana Blacks Pimmel hat 2 Autos. So, das ist das Problem. Deutsche werden groß mit der Einstellung, dass man, egal wo man hinfährt, mit dem Auto dahin kommt. Das ist Deutschland. Deutsche denken nicht, wie komme ich von A nach B, sondern wie fahre ich von meinem Auto von A nach B. Und das ist falsch. Der Individualverkehr in Deutschland ist zu viel. Nicht jeder Deutsche darf ein Auto haben. Eigentlich sollte es niemanden geben, der wirklich auf ein Auto angewiesen ist. Nur die wenigsten. In Ausnahmefällen. Der Verkehr, um den Verkehr klimaneutral zu gestalten, brauchen wir einen kostenlosen, gut erreichbaren, sicheren öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Wenn wir den hätten und unsere Mentalität ein bisschen ändern würden, weil Mentalitätsänderung... Realpolitisch muss man sagen, damit Menschen etwas verändern, muss man ihnen Anreiz geben. Ja, mit Verboten kommt man nicht weit. Man kommt weit, indem man gute, günstigere Alternativen bietet. Da haben die schon alle so ein bisschen recht, ne? Das ist das Versagen. So sagt man im Deutschen, er soll sein Auto stehen lassen, wenn der öffentliche Nahverkehr scheiße ist. So, ja, ist Versagen des deutschen Staats. Kann man so sagen, aber dennoch müssen wir uns langsam anfangen, Gedanken zu machen. Wir müssen guten öffentlichen Nahverkehr haben und das funktioniert, glaube ich, nur mit einem One-Two-Punch. Ne? Öffentlichen Nahverkehr ausbauen, kostengünstiger machen und dann in Innenstädten Autos verbieten. Die Leute müssen gezwungen werden, das Richtige zu tun und dürfen es danach. In Flugtaxis. Und jetzt kommt der springende Punkt. In einer optimalen Welt, in meinen Augen, müssten Leute dazu gezwungen werden, das Richtige zu tun und dann realisieren, dass es besser ist. So, das ist eine optimale Welt. Ich habe jetzt einen Kompromissvorschlag für euch. Können wir uns darauf einigen, dass alle, und damit meine ich alle, ein Recht auf eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Alternative zum Auto als Verkehrsmittel haben und dass deswegen der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Fahrradwege sowie Carsharing-Konzepte durch höhere Parkgebühren finanziert werden? Könnt euch gern auf mich zubewegen, einen Schritt auf mich zugehen, wenn ihr mir zustimmt. Nein. Ach,
Nein. Schwierig. Schwierig. Wir brauchen mehr Parkhäuser. Also ich glaube, den ersten Teil zuzustimmen ist easy. Höhere Parkgebühren oder an sich solche Konzepte. Da muss man dann aber auch wieder mitbedenken, dass es sozial gerecht ist. Also ja, weil in Parkhäusern in Deutschland direkt vorm KDW parken nur die armen Menschen. Das darf man auch nicht vergessen. Parkhäuser nutzen meistens nur arme Menschen. Die kein Auto und Führerschein haben. Die richtig armen. Die ja zu 50% in der Bevölkerung noch nicht mal ein Auto haben oder einen Führerschein. Wer denkt denn mal an die Parkgebühren der armen Menschen, die kein Auto haben? Wer denkt denn mal an die... Ja? Wer denkt denn mal an die armen Menschen, die in der Innenstadt parken, weil sie da mal anhalten für einen Cappuccino oder einen Frappuccino, je nachdem, was der Gaumen einem gerade sagt. Ne? Wer denkt denn mal an die richtig armen Menschen da draußen, die dann parken müssen? Um sich einfach mal einen Bubble-Tee zu gönnen auch. Die haben doch sonst nichts im Leben. Also es ist mir wirklich wichtig, weil es gibt auch Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, für die sind diese höheren Parkgebühren eben nicht einfach leistbar. Richtig. Und alle diese Lösungen oder Transformation, Mobilitätswende muss so gestaltet werden, dass sie sozial gerecht ist. Endlich denkt auch mal einer an die armen Menschen. Und sozial ausgestellt ist. Und bei dem Lösungsvorschlag, wenn man noch einbaut, dass man es so macht, dass auch die mitgenommen werden, für die sich das vielleicht, also die Unterstützung bekommen, die sich das nicht einfach leisten können, dann gehe ich gerne einen Schritt nach vorne. Das könnte man ja machen, das können wir gerne hinzufügen. Ich stimme den Argumenten gegen Individualverkehr grundsätzlich zu, aber es gibt auch Menschen mit Soziophobie oder anderen Angststörungen, die auch quasi das Auto als Safe Space nutzen. Und die sollen das dann bitte im Carsharing nutzen. Dankeschön. Dann habe ich Simon einen Respekt auch zu mir gewonnen. Du auch, Alicia auch. Ihr habt euch auch auf mich zubewegt. Sag gerne nochmal, warum. Es braucht einfach einen Relaunch von Mobilität. Also das Auto ist überall ja richtig, wo es auch wirklich gut genutzt wird. Und ich glaube trotzdem, dass wir alle, auch gerade in einer überalternden Gesellschaft, irgendwann in die Situation kommen können, dass wir nicht Auto fahren sollten. Und das ist etwas, wo ich gerne für die Leute eine Alternative bereithalten würde, dass wenn sie merken, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, dass sie da auch mobil sein können. Und Relaunch, Alternative, das sind jetzt eure Schlagwörter für die Kompromissrunde. Ihr könnt euch jetzt gerne die Köpfe zusammenstecken und euch jeweils Kompromissvorschläge für die andere Seite überlegen. Ich würde es nicht wundern, wenn die rechte Seite jetzt zum Entschluss kommt, dass Sprit bezahlbar werden muss. Dass sie jetzt sagen, unser Kompromissvorschlag wäre, dass man die Spritpreise endlich unter Kontrolle bekommt und dass man auch mal wieder unter 2 Euro pro Liter tanken kann. Also das ist ja immer, dass Einzelschicksale genutzt werden, um nichts zu tun. Die haben ja auch keine andere Lösung. Die sagen ja nicht, okay, wir machen jetzt autofrei, weil wir machen ABC anders. Meine Frage, wird sich links zu Raoul runterbeugen? Der Mann ist im Inklusionsaktivismus unterwegs. Der ist so krass, dass er denen sagen wird, dass es nicht nötig ist und sie gerne runtergucken dürfen. Der hat alles schon mitgemacht, was man als Mensch mit Behinderung erleben kann. Der weiß, wie man damit umgeht. Falls ihr euch die ganze Zeit beim Gucken dieser Diskussion gedacht habt, oh Mann, wieso nennen die diesen Kompromissvorschlag nicht? Der ist doch total logisch, der liegt auf der Hand. Dann schreibt den gerne mal in die Kommentare. Was du meinst mit der Regulierung, ne? Das ist auch... Eine ernst gemeinte Frage. Bin ich der Einzige, den diese Kompromissrunden immer so richtig anfickt? Warum muss man ums Verrecken versuchen, hier einen Kompromiss zu erreichen? Du bist nicht der Einzige. Du bist genau auf Linie mit mir, weil ich habe noch nie erlebt, dass diese Kompromissrunden zu irgendwas geführt haben. So, es ist immer so absurd, ne? So Kompromissrunden, Krieg, ja oder nein? Welchen Kompromiss kann man da finden? Krieg nur, wenn, ja, sagen wir so, wir dürfen noch kriegerisch tätig werden, aber nur gegen Länder, die wir wirklich nicht mögen. Nur unser Kompromissvorschlag ist, wir selber führen keinen Krieg, aber die Türkei darf weiterhin unsere Raketen auf Unschuldige abfeuern. Das wäre unser Kompromissvorschlag. Und mein Kompromissvorschlag ist, wir führen selber keine aktiven Angriffskriege, aber wenn Amerika sagt, bitte, dann kommen wir mit. Das wäre mein Kompromissvorschlag. Wäre mein Kompromissvorschlag. Mein Kompromissvorschlag ist, wir führen selber keine aktiven Angriffskriege mehr mit menschlichen SoldatInnen, sondern wir nutzen bewaffnete Drohnen. Das wäre mein Kompromissvorschlag. Ist Maaßen ein Nazi? Übrigens, alle Kompromisse... Wenn auch der Stadt Autobahn unbegrenzt wäre, wäre alles viel einfacher. Übrigens, alle Kompromisse, die ich gerade genannt habe, bis auf der letzte... Ja!
Gruß von Freund Frank Thelen. Der Gut Weidensee wird dir sehr danken. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Läuft bei dir, Frank Thelen. Wenn du dich vertippt hast, dann bitte melde dich sofort. Ne? Dann schicke ich dir das wieder zurück. Es ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank. Der Witz daran ist, alle Kompromissvorschläge, bis auf den letzten mit den bewaffneten Drohnen, sind das, was wir in der Realität tun. Also all das, was ich davor als Kompromiss genannt habe, ist das, was Deutschland aktiv tut. Ja? Irgendwo, dass es politisch festgesetzt sein muss. Ganz ehrlich. Mit Maßen ein Nazi. Weine jetzt, ich find's super. Es ist aber, es Liebe ist... Liebe geht raus. Danke für deine Streams. Jungs. Das mit den laufenden Kosten bedeutet, ich will das nur erklären. Ich versuche das ja sehr nachhaltig zu machen. Und das bedeutet, ich weiß in etwa, wie viel ich im Monat an Donations bekomme und werde das immer anpassen, dass wir genug Patenschaften haben. Derzeit werden wir 50 Patenschaften übernehmen. Bisschen mehr als 50 Patenschaften. Das kriegt ihr dann alles transparent aufgelistet von den Leuten vor Ort selber. Und das wird mehr, wenn wir Bitte konstant nicht. Mehr an diesen Donations reinbekommen. Ich mache das nachhaltig. Nicht einen Monat so und dann wieder. Ich packe das alles in einen Pool rein und davon wird das langfristig bezahlt, dass die eine gesicherte Einkommensquelle haben. Ja, das ist der Plan hinter dem Support von uns, dem Lebenshof gegenüber. Ja. Also vielen Dank, Paule. Vielen, vielen Dank. Hilft sehr. Das hilft sehr. Wir zahlen auch alle verdammt viel Geld dafür, dass wir damit fahren dürfen. Wir zahlen Steuern, das Auto. Gerade beim Online-Casino gewonnen, Digga. Und wie viele Parkhäuser baust du mit dem Geld? Das wird der große Clou. Ich habe ja mit dem, also der Gut Weidensee, der wird ein Video machen, wo er faked, dass wir ihn unterstützen. Und dann werde ich euch in einem halben Jahr überraschen und mein eigenes Parkhaus in Berlin-Mitte ankündigen. Dass da unser eigenes, das Dekadent Community Parkhaus hingestellt wird. Wo nur Hoch-PS-Karosserien parken dürfen. An sich. Okay, sehr gut. Ich bin unser Kompromiss ist, wir dürfen weiterhin mit unseren Autos in der Innenstadt fahren. Also aufpassen. Ja, ich glaube, der Dümmste für die rechte Seite wird den absolut dümmsten Kompromissvorschlag bringen. Die werden sowas sagen wie, pass auf, lass mich predikten. Der Kompromissvorschlag der rechten Seite ist der folgende. Wir brauchen öffentlichen Nahverkehr vor jeder Haustür, Bus- und Bahnhaltestellen vor jeder Haustür und Carsharing auch auf dem Land, wenn das alles möglich ist und kostenlos, dann können wir darüber nachdenken, in deutschen Innenstädten den Individualverkehr einzuschränken, aber nicht zu verbieten, einzuschränken. Ich bin gespannt auf eure Kompromissvorschläge und wir fangen an mit dem gelben Feld. Was habt ihr euch überlegt? Also wir haben uns überlegt... Greta Thunberg darf sprechen. Autos nicht zu verbieten, aber... Raum für mehr Parkplätze zu... Noch dümmer, als ich gedacht habe. Oh Gott, das ist ja noch dümmer, als erwartet. Unsere Lösung ist es, unser Kompromissvorschlag ist, Autos nicht zu verbieten, aber dafür mehr Parkflächen zu schaffen. Das ist nicht dein Ernst. Also das jetzt, also wirklich, wir leben in einer Scheiß-Simulation. Das kann mir keiner erzählen. Wir leben einfach in einer Scheiß-Simulation, Bruder. Zu schaffen, und zwar nicht auf den Straßen, sondern tatsächlich entweder Ausbau im Untergrund, also mehr Tiefgaragen oder mehr höherstöckige... Ich finde es immer gut, wenn die Leute bei den Kompromissvorschlägen nach hinten gehen. Das ist immer sehr gut. Parkhäuser für Anwohner, aber auch Besucher von Innenstädten. Richtig. Und eben auf
Innovation zu setzen. Richtig. Also Flugtaxis zum Beispiel. Flugtaxis, wo man, man kann da auch, jetzt pass auf, mit einer Seilwinde funktioniert das. In meinem Kopf funktioniert es mit einer Seilwinde, weil viele sagen ja auch, Karl, die Flugtaxis müssten dann immer landen. Und ich denke, nein, muss gar nicht sein. Man kann das mit so einer Seilwinde, kann man sich dann selber hochziehen. Und wenn man dann oben ist, dann hat man auch noch die Wahl, den gastronomischen Betrieb in der Umgebung zu pushen, weil dann auch kleine Snacks und Getränke von örtlichen Betrieben angeboten werden. Keksteig zum Löffeln zum Beispiel oder andere Köstlichkeiten aus dem regionalen Bereich. Alles ökologisch und nachhaltig hergestellt. Das wäre mein Vorschlag. Das hatten wir auch schon öfter angesprochen, vor allem Pool-Services auszuweiten, ja. Shared-Services auszuweiten, den Menschen diese Möglichkeit zu geben, sodass sie alle mitgenommen werden und richtig, eben auch wirklich die ganzen Potenziale zu nutzen, die in der Digitalisierung liegen. Ja, ja, da kann man das Ganze verbessern. Das gerade der den Individualverkehr wegdigitalisieren. Ja? Ruhende Verkehr reduziert wird, dass auch gerade auf öffentlichen Plätzen mehr Platz geschaffen wird. Da sind wir ja quasi auf der Seite, das wollen wir ja auch. Und da gibt es mit vernetztem Verkehr, mit automatisiertem Fahren, was irgendwann auch Realität sein wird. Und mit Kommunikation unter den Fahrzeugen so viel Potenzial, um das ganze Situation zu verbessern. Und das sollten wir jetzt nutzen. Und dazu kommt noch auch natürlich der Ausbau von den öffentlichen Verkehrsmitteln, damit es einfach attraktiver gemacht wird, damit vielleicht wirklich ein paar Leute vom Auto umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder einfach sagen, okay, komm, ich fahre von A nach B, ich muss gar nicht umsteigen, es sind nur 2 Busstationen, ich erledige das dann doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dass es so einfach ein bisschen interessanter wird. Aber wir müssen festhalten, das Sprachrohr des Verbands der deutschen Automobilindustrie hat seine Hausaufgaben gemacht, seine Talking Points hat er drauf. Absolut, das ist auswendig gelernt. Der hat das einfach auswendig gelernt. Natürlich die Taktung auch verkürzt wird, dass man nicht mehr so lange Wartezeiten hat, dass man auch nicht irgendwie mit ein paar Leute, ich zwar nicht, aber ein paar Leute, ja. Ja. Hallo Karl, ich wohne in Osthessen und vertrete deine Meinungen zum progressiven Denken links. Werde dafür ausgelacht und der Kampf mit Freunden und Familie ist hart. Ich wünschte, ich hätte deine Fakten zum Diskutieren. Kleiner als 3. Oftmals braucht man keine Fakten, um Menschen zu überzeugen, sondern Emotionen. Ja, das ist wichtig. So, mit Fakten kommst du nicht weit. Mit Fakten machst du irgendwann einen Meinungsblock auf und erzählst mir einen vom Feminismus. So, Fakten sind schön für deine eigene Überzeugung, aber Emotionen sind da der bessere Weg, ne? Du schaffst das schon, ne? Nicht aufgeben. 40, 50, 60 anderen Leuten sich in einen U-Bahn-Waggon quetscht, sondern dass es einfach auch angenehm ist, damit zu fahren. Und was uns halt so geeint hat, ist gesagt, dass wir gesagt haben, letzten Endes muss wirklich jede Lebensrealität betrachtet werden, sodass sie jeder Mobilität hat. Das ist euer Kompromissvorschlag. Außer Menschen mit Behinderungen. Man kann auch nicht auf jeden Menschen Acht geben. Wollte ich noch mal betonen. Was sagt ihr, grünes Feld? Würdet ihr euch auf die andere Seite einen Schritt... Grünes Feld hat wie immer dann keinen Bock mehr, wenn die andere Seite schon den Kompromissvorschlag gemacht hat. Den aufrichtigsten Kompromissvorschlag fand ich beim Klimaschutz, als diese 13-Fragen-Runde zum Klimaschutz gewesen ist, wo dann die grüne Seite gesagt hat, von uns gibt es keinen Kompromissvorschlag, weil die Klimakatastrophe auch keine Kompromisse eingeht. Das fand ich super und aufrichtig und ehrlich. Und die Gegenseite so, naja, also wie wär's denn mit... auf sie zubewegen? Also ich bin ja schon eher einen Schritt zurückgegangen, weil ich... Ich finde es zwar gut, vor allem... Ja, okay, Freunde, wir machen doch das Parkhaus. Wir machen das Parkhaus. Hast mich überzeugt, du hast die besseren Ideen als Flugtaxis. Wo kann ich investieren? Paule, bitte hör auf. Ich weiß nicht, ob du leicht betrunken bist und im Online-Casino gewonnen hast, aber lass es. Ist gut. Ich liebe dich, Bruder, und... die Tiere lieben dich auch. Das ist ganz, ganz toll. Du hast den Monat quasi alleine gefüllt jetzt. Das ist wirklich toll und ich weiß das sehr zu schätzen, mein Freund. Aber bei jeglichen Geldspenden, welcher Art auch immer, bitte beachtet folgende Reihenfolge. Erst ihr selbst, dann die Familie und zu der gehöre ich. Ja, das ist mir sehr wichtig, dass ihr das versteht. Ja, also guckt immer erst auf euch und auf die Menschen, die euch wichtig sind. Und dann, wenn es euch gut geht, wenn alles bezahlt ist und ihr hier Spaß habt, dann könnt ihr das gerne unterstützen. Aber bitte nicht, weil ihr denkt zu müssen oder sonst irgendwas. Das ist mir sehr wichtig. Aber vielen, vielen Dank, Paul. Vielen Dank.
den ÖPNV auszubauen. Aber gerade wenn es um die Parkflächen geht, finde ich, ist genau der falsche Weg, gerade in der Stadt. Also ich meine, wenn ich mir überlege, wir brauchen hier Wohnraum oder... Und auch wirklich, Paule, bei manch anderen Übertragungen hättest du hier Tränen gekriegt und Tanzeinlagen. Das kriegst du bei mir leider nicht. Ja. Dass ich versuche, ich bin aber, das ist auch die höchste Donation, die ich jemals bekommen habe. Ich habe noch nie eine 1.000-Euro-Donation bekommen. Noch nie. Und es ist auch nicht nötig. Grünflächen oder alles Mögliche, aber wirklich keine Parkhäuser. Also das finde ich, es geht total in die falsche Richtung. Und da würde ich mich auf jeden Fall gegen sperren. Katja Raul, ist das... Drückt auch eine Träne raus. Ich mach mal so, Paule, Digga, kurz geht raus. Das ist doch in Ordnung, oder? Das ist auch der Grund, warum ihr stehen geblieben seid? Mir geht es halt nicht weit genug, weil diese Wins hätten wir alle vor 10, 20 Jahren schon haben können. Das sind jetzt alles relativ neue, alte Erkenntnisse, weswegen ich... Nee, aber ich bin so unendlich dankbar, dass ich ermöglicht bekomme, dank eurer Hilfe so ein Leben zu führen und viele Dinge, die mir am Herzen liegen, damit zu unterstützen. Ich weiß, dass das weitestgehend nicht öffentlich ist, was ich mache, weil ich auch zu gutem Grund, aus sehr, sehr gutem Grund, weil ich nicht möchte, dass man Gutes tut, um Applaus zu kriegen. Ich möchte das nicht, aber ich bin so unendlich dankbar, dass ich das Gefühl habe, hier gute Dinge zu machen für mein Leben und für das Leben von anderen Lebewesen. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und dass ich das auch mit einer Tätigkeit machen kann, die mir Spaß macht, außer wenn ich FDP-Videos gucke oder Bleilo gucke. Danke für das tolle Feierabendprogramm. Ist mir ein innerer Reichsparteitag. Ich bin trotz der ganzen Scheiße, die auf diesem Planeten vorgeht, ein sehr glücklicher Mensch. Danke, wirklich danke. Shortogai Mario, auch dir danke für 5, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Da bin, wo ich jetzt bin und keinen Schritt weitergegangen bin, weil ich dachte, ja, okay, Binsenweisheit. Vielleicht ändert sich das ja mit eurem Kompromissvorschlag. Den könnt ihr gerne der anderen Seite jetzt vortragen. Wir haben gesagt, dass... Da Paune wohl ein Kapitalist ist, kann ich leider nicht so viel spenden. Freie Fahrt für freie Bürger oder so. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Darum geht's ja. Es geht nicht darum, dass hier große Spendenziele gemacht werden oder so. Es geht auch nicht darum, mit der Community zu flexen. Ich finde es besser, ich halte es für sehr sinnvoll und das machen wir jetzt schon, dass wir nachhaltig, langfristig vieles verändern können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dafür bin ich wirklich dankbar. Ist Maaßen ein Nazi? Ein innerer Reichsparteitag. Diese wunderschöne Phrase, die Katrin Müller-Hohenstein damals beruflich fast nicht überlebte. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Prunki ist übrigens, falls ihr den nicht kennen solltet, falls ihr interessiert seid an linker Realpolitik und euch mal erklären lassen wollt, wie es eigentlich aussieht, wenn man echte Politik auf der Straße macht, dann könnt ihr ganz gerne bei Prunki mal vorbeischauen auf dem Twitch-Kanal. Ich bin reich! Ich mache jetzt auch hier zum VIP. P-R-U-N-K-Y. Kleinvieh bin ich auch dabei, Kuss. Da wird gestreamt, wenn man nicht gerade von Haus zu Haus geht und versucht, irgendwelche Leute davon zu überzeugen, nicht die CDU zu wählen. Ist ein toller Mensch mit tollen Ansichten, ein echter Genosse. Ich salutiere dir. Supportet da, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr die Zeit findet, schaut da mal vorbei. Der Junge macht guten Shit. Der Staat in die Verantwortung genommen werden muss, ab nächstem Jahr beispielsweise, dafür zu sorgen, dass er die Automobilindustrie, wenn er sie fördern möchte und subventionieren will, weil alle danach jammern, dann mindestens genauso viel Geld investieren sollte in Alternativen, also in ÖPNV, und dabei berücksichtigen sollte, dass die Party, die Automobilindustrie die letzten 30 Jahre hatte. Und bald keine VIP-Slots mehr. Für dich habe ich noch einen. Slash against. Du kriegst jetzt auch einfach VIP. Weil ich habe, glaube ich, noch über 400 VIP-Slots oder so. Ich habe noch echt viele. Und deswegen vielleicht sogar auch die Alternativen 30 Jahre lang bevorzugen sollte. Und dass gleichzeitig quasi, was die Flächengerechtigkeit angeht, dem Rechnung getragen wird, dass... So einfach geht das. Wenn ihr wüsstet, normalerweise wäre ich in meinem ersten Twitch-Stream damals direkt perma gebannt worden.
Mein erster Twitch-Stream wäre normalerweise ein Bann gewesen, weil ich den Stream angemacht habe und auf einmal waren 400 Leute da, die mich noch von Summoner's Insights kennen. Und ich saß da und dachte so, ja scheiße, mit 400 Leuten, so, das sind ja viele Leute, ich brauche auch Moderatoren. Und dann habe ich gesagt, wer auch immer am meisten spendet, kriegt, wird Moderator. Und so habe ich Moderatoren gefunden, sogar welche, die jetzt immer noch dabei sind. Ne? Genau so, so ist das passiert, für 5 Euro. Einer hat 5 Euro dann gespendet, weil ich noch keinen Donation-Link eingerichtet hatte. Für 5 Euro hat er den Moderatoren-Spot bekommen. Da war ich das erste Mal Mod. Kibasa, das stimmt tatsächlich, dass du so Mod geworden bist, glaube ich. Geschaut wird dort, wo es schon Alternativen gibt, wie jetzt zum Beispiel vor allem in Städten, dass dort der Raum auch neu aufgeteilt wird und dass dann zum Beispiel Parkraum schrittweise reduziert wird und der Raum beispielsweise in der Buslinie oder dem Radverkehr zugesprochen wird. Und ich darf in Österreich beraten, die Klimaschutzministerin, die macht so, dass sie immer aufs 1,5 Grad Ziel guckt. Sie will Österreich zu einem bestimmten Punkt klimaneutral haben und sie schaut drauf, was macht diese Und ausländerfrei, weil es Österreich... Maßnahmen, wenn wir sie umsetzen, erreichen wir damit das Ziel eher oder fallen wir sogar noch zurück? Also sowas wie Bonus-Malus-System und das würde ich hier in Deutschland auch gerne haben. Das ist aber kein Kompromiss. Das ist nur eure Meinung, die ihr weiterhin vertritt damit. Also Kompromiss wäre ja jetzt irgendwie auf uns zuzugehen. Was habt ihr denn gemacht? Ihr habt gesagt, lass uns bitte mehr Parkhäuser bauen. Mein Kompromissvorschlag ist, können wir bitte mehr Parkhäuser bauen, dass ich bequemer parken kann mit meinem Auto in der Innenstadt. Das wäre mein Vorschlag. Das wäre mein Kompromiss an euch. Können wir bitte mehr Parkhäuser für mich bauen, dass ich da besser und auch kostengünstiger parken kann? Dass zum Beispiel nicht alle Autos abgeschafft werden müssen. Genau. Das wäre wir fordern nicht, dass alle Autos abgeschafft werden müssen, sondern ihr kriegt ja weiterhin auch Geld, aber die anderen Systeme kriegen auch Geld. Ich glaube, das Problem bei dem Kompromissvorschlag ist, Raul, das war bei dir in der Äußerung so ein bisschen das, was ich eigentlich schade finde, ist dieses Feindbild aufgebürdet wird. Der Autofahrer, die Party der Autofahrer, die Party der Automobilindustrie. Was eine der größten und dreckigsten Lobbys auf diesem Scheißplaneten ist, ja. Völlig zu Recht. Die Automobilindustrie hat uns zu Sklaven gemacht, die davon ausgehen, dass wir uns nicht mehr von A nach B fortbewegen können, ohne so eine scheiß Drecksschleuder unterm Arsch zu haben. Die Industrie, die uns dazu gebracht hat, in fucking Hannover SUV zu fahren. Ich finde das Feindbild schon ganz gerecht, um ehrlich zu sein. Das sind so diese alten Rollenbilder, die einfach wirklich, also ich glaube, wenn man Zukunft denken will und Zukunft machen will, dann hilft es nicht zu gucken, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist oder welche alten Vorurteile man noch gegen gewisse Gruppen hat, sondern man muss sich halt wirklich dem Hier und Jetzt stellen und dialogbereit sein und gucken, wie kann man einander irgendwie verstehen und Lösungen finden. Also ich glaube, wir kommen nur dann weiter, wenn wir alle gemeinsam, auch die bisher Geförderten, einfach mal reflektieren, was für Privilegien sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich genossen haben. Von Abwrackprämie bis hin zu einfach kostenlos Liefern von Straßen. Dass wir dann eben auch dafür genauso kämpfen müssen, dass es günstige Alternativen gibt, dass es Ausbau der Deutschen Bahn ist, dass es die Weiterentwicklung von ÖPNV ist, dass es weniger Parkplätze und mehr Raum für Kinder und Familien in Großstädten gibt. Wir haben uns jetzt eure Seite auch mal angehört, ihr habt uns unsere Seite angehört und wir haben halt auch einen ganz guten Vorschlag eigentlich gemacht, der ja irgendwie bei euch auf Metall getroffen ist. Und vielleicht denkt ihr auch noch mal ein bisschen drüber nach. Also beide Seiten einfach mal. Ja! Mein Bruder, der ist auf jeden Fall betrunken. Der ist auf jeden Fall betrunken. Ich bringe dich noch zum Weinen. Das wirst du nicht schaffen mit Geld, mein Lieber. Das kannst du dir sparen. Ich bin gerührt, weil wir das so lange schon schaffen. Aber das bringt mich nicht. Geld wird mich nicht zum Weinen bringen. Die Geste, aber nicht das Geld. Die Chancen stehen bei mir bei 1000 Euro genauso gut wie bei einem Euro, dass ich irgendwann mal davon heule. Ja, das ist richtig. Hat er eine Kreditkarte geklaut. Wir können viele Wege führen nach Rom. Ne?
Kreditkarte geklaut vielleicht. Vielleicht auch betrunken oder so. I don't know. Bruder, das ist wirklich, du hast jetzt wirklich diesen Monat bereits voll gemacht, ne? Also ich bin jetzt dank dir ist der Gutshof ein Monat im Puffer. Das ist ein Monat im Puffer. Habt ihr eure Punkte bereits. Vielen, vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Bereits genannt, ja. Ihr habt eure Punkte genannt und ihr kommt nicht zusammen und das ist komplett okay, weil dafür ist in diesem Format ist auch Raum. Trotzdem habt ihr genügend Kompromissvorschläge. Vielleicht mag er auch Tiere ganz gerne. Dann kann er das selber an NGOs spenden. Das ist, Geld spenden könnt ihr überall. Das geht nicht nur über mich. Diese Geldspendemethode ist, weil ich der Meinung bin, dass diese Text-to-Speech-Donations meinem Stream einen Mehrwert geben, weil ich da gerne mit euch drüber lache, dass eine Donation reinkommt und dann dummer Quatsch vorgelesen wird. Das ist der Grund. Ja? Dankeschön, Morco Parker. Das ist der Grund. Und ich wollte die nicht abschaffen, aber ich will damit was Gutes tun und nicht nur, ich steck's mir in die Tasche und lach mir ein. Na, was ich auch davor schon nicht gemacht habe, aber jetzt sollt ihr wissen, was damit passiert. Das ist die Motivation dahinter. Und Argumente bereits ausgetauscht und ich glaube, so wie ihr gerade steht, das macht ja auch deutlich, wie schwierig diese Debatte ist und wie viel häufiger wir vielleicht auch noch in diesem Format und grundsätzlich in der Gesellschaft darüber diskutieren müssen. Deswegen danke ich euch, dass ihr euch zumindest so weit bewegt habt und vielen Dank für die Diskussion. Ich hoffe, mit der Legalisierung auf weitere Donations dieser Art. Dafür müssten sie schon Crack legalisieren, sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Außerdem ist Alkohol schon legal. Ne? Also, wenn einfach hier mehr betrunkene Menschen wären, dann wird das auch knallen. Kannst ertragen. Paule, wirklich, wirklich vielen Dank. Wirklich, 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 wirklich vielen Dank. Das ist großartig. Ja, ich habe hier zum Beginn der Folge noch komplett überambitioniert gesagt, dass ich sehr optimistisch bin, dass wir heute den einen oder anderen Kompromiss finden werden. Und seien wir mal ehrlich, wir haben eigentlich keinen wirklichen Kompromiss gefunden. Niemand war am Ende im Kompromissfeld. Welche Überraschung. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendeiner in diesem Kompromissfeld steht. Keine Ahnung, wie the floor is Fortnite. Und das ist auch komplett okay, hat mich aber trotzdem überrascht, weil ich nochmal gemerkt habe, wie emotional diese eigentlich ziemlich technische Debatte über Mobilität am Ende dann doch ist. Und das zeigt ja nur, dass sie uns alle betrifft. Wenn ihr mehr von diesen Debatten sehen wollt, hier auf diesem Kanal, dann folgt dem sehr gerne, könnt ihr hier machen. Hier oben findet ihr ein weiteres. Aber war ein gutes Video, ne? Ich hatte viele gute Lacher von den ziemlich unparteiischen Menschen der Automobilindustrie und der Carfluencer-Szene. Das war toll. Und die Kfz-Meisterin nicht zu vergessen.